Will sagte, in seiner Tasche wäre etwas Wichtiges. Ich fand nur einen Schlüssel mit dem Anhänger Bradbury Swimmingpool. Die einzige Spur. Das muss es sein. Was hat dein Bruder in diesem Drecksloch gemacht? Das perfekte Versteck für etwas, das nicht gefunden werden soll. Es wird Zeit, dass du mir alles erzählst. Will hat das einzige Gerät gebaut, das den Riss aufhalten kann. Ich weiß, dass wir es finden sollen. Und dass Monarch das verhindern will. Und doch trägst du ihre Uniform. Ich mag, wie ihre Hosen sitzen. Da stimme ich zu. Ich brauchte eine Tarnung, um Informationen zu sammeln. Ihr wisst erst ein paar Stunden davon. Ich bereite mich schon mein ganzes Leben darauf vor. Sie wussten nicht, dass sie William gehörte? Über Will habe ich vieles nicht gewusst. Wir müssen die Gegenmaßnahme finden, die dein Bruder gebaut hat. Und zwar schnell. Je größer der Riss wird, desto schlimmer wird alles. Und Monarch wird auf der Suche nach dir jeden Stein in Riverport umdrehen. Okay. Ja, ich spiele mit PlayStation 5 Controller, richtig. Und vielleicht hat das bei deinen Trinkbrunnen. We will see. Jack, kommst du da was? Ja, Mann. Ich komme gleich. Okay, nochmal ganz kurz trocken üben. Achso, ich darf nicht zielen. Okay, ja, dann war es das mit Trockenübungen. Dann halt später. Ich gehe jetzt mich hier mal ein bisschen umgucken. Es vibriert. Moment, das hieß Scan. Okay, ich kann zwar nicht kämpfen, aber ich kann Dinge finden. Jack, dieser Schlüssel, den du aus Wills Aktentasche hast. Der Over. Hier geht's nicht rein. Ich muss da hoch, Leute. Ich muss da hoch. Da ist ein Skillpoint. Es geht schon wieder los. Wir brauchen deinen Schlüssel hier drüben. Oh, nerv doch nicht. Ich muss erstmal hier hochkommen, aber. Ach, ich muss da sowieso rein, oder? Muss bestimmt durchs Fenster steigen. Hast du einen besseren Vorschlag, als die Tür aufzuschließen? Tut mir leid, ist ein bisschen viel gerade. Ist ein bisschen viel gerade. Nee, mit Kabel. Na gut, ich finde einen anderen Weg rein. Taxi? Nein! Hey Nick, das sieht aus wie dein Taxi. Kann nicht sein, ich habe ganz weit hinten geparkt in... Heilige Scheiße, das ist mein verdammtes Nummernschild. Wie zum Teufel kommt das hierher? Das ist seltsam. Keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, dass uns jemand zuvorgekommen ist. Hä? Gibt es eine Verbindung? Irgendeine Nachricht? Denk nach, Nick. Denk nach. 01122. 01122. Nummern. Teleportierende Taxis. Mathematik. Was soll das? Okay, vielleicht ergibt das später Sinn, weshalb das Taxi hier ist. Vielleicht sind wir aus irgendeinem Grund zu einem späteren Zeitpunkt mit dem Taxi hier nochmal hin aus einer anderen Zeit, so McLaurin-mäßig. Und deswegen steht das da. Aber wir wissen das jetzt halt noch nicht. So, hier ist schon wieder ein Vibrieren. Aber es wird mir nichts angezeigt. Halt, hier ist was. Okay. Interessant. Okay, es ist ja offensichtlich, dass ich da hoch soll. Jetzt werde ich erstmal hier auflösen, dass wir nicht reinkommen, richtig? Der Schlüssel passt nicht. Gut. So, jetzt wo das geklärt ist. Eine Idee, wie wir da reinkommen? Das ganze Gebäude fällt auseinander. Irgendwo muss es doch eine Öffnung geben. Wie geht's dir? Mir ging's schon besser. Aber wenigstens bekommt Monarch jetzt sein Fett weg. Ich hab mal im Internet geschaut. Überall in der Stadt gibt es Anti-Monarch-Proteste.
Ich habe ein paar kranke Fotos gemacht, um das Ganze anzuheizen. Lass das erstmal mit dem Posten. Okay? Ja, wäre vielleicht besser. Aber das macht mich nervös. Wäre vielleicht besser so. Das sieht lustig aus. Okay, ich muss es nochmal zurückspulen, oder? Genau. So. Solange der draußen steht, kann ich da hochklettern. Jetzt gehen wir zu unserem Punkt da hinten. Okay, ich hab's. Ich hab eine Theorie, wie mein Taxi hier gelandet ist. Was ist mit deinem Taxi? Ich habe die Postleitzahl 01122 überprüft. Das entsprechende Gebiet befindet sich südlich von hier. Ich habe mein Auto an der Uni gelassen, aber jetzt ist es hier, weiter südlich. Du hast gesagt, dass die Zeit zerbrochen ist. Was, wenn der Raum auch zerbrochen ist und alles in das Gebiet dieser Postleitzahl gezogen wird? 01122. Nochmal langsam, bitte. Was ist mit deinem Taxi? Okay, ich erkläre es später, Schätzchen. Ich muss das googeln. Oh Gott. Na, das wird sich vielleicht noch auflösen. Mal abwarten. Eins von fünf. Nein. Okay. Was würdest du tun, wenn ich dir erzähle, dass sich Monarchs Pläne immer um die Ziffern 01122 drehen? Ich würde genauso weitermachen wie bisher. Nur würde ich weniger von dir halten. Hör mir zu. 2010, 1999. Beide Daten tauchen in den Monarch-Akten auf. 2010 minus 1999 ergibt 11. Multipliziere 11 mit 2010 und drehe die Zahlen um. Und was kommt raus? Warum habe ich dich nochmal gerettet? Ach, egal. Ich habe die Theorie in einem Forum gepostet und schon 13 Likes dafür bekommen. Hey, mein Kumpel Matt hat mir gerade geschrieben. Kann ich ihm zurückschreiben? Nein. Okay. Nur um Hallo zu sagen. Hey, ich glaube, ich habe einen Weg hinein gefunden. Smiley erlaubt? Nein. Gott, die Arme. Oh Mann. So, da hinten ist wieder was für mich. Mal erstmal gucken. Komme ich denn da rein? Da hoch? Nee, geht nicht, ne? Da ist ein Skill. Genau da. Ich muss in diesen Raum. Geht's wieder los, Leute. Ewige Suche nach meinem Skill. Ach, er kann hier aber auch nichts machen, ne? Yo, beruhig dich. Verdammt, diese Anomalien verschwinden nicht. Lustig. Anomalien, die langsam zur Normalität werden, ha? Huh? Ich komme nicht in den Raum rein. Der Rohstoff, aus dem man die Alufolie macht. Ja, echt. Der Taxifahrer-Typ, der erinnert mich irgendwie. Der ist so das Pardon von Barry Wheeler, habe ich so den Eindruck, oder? Es muss halt immer so ein Witzbold irgendwie, muss es immer geben in der Gruppe. Habe ich so das Gefühl. Wenn ich da jetzt weitergehe, ich habe mir das angesehen, da war kein Weg rein. Es zieht sich so gut wie durch alle Games, ja. Traurigerweise. Aber hier kriege ich ihn ja manchmal, aber jetzt gerade nicht. Vielleicht komme ich auch erst später dran, wer weiß. Vielleicht
hat das Spiel ja New Game Plus und man hat dann Fähigkeiten und kriegt die erst dann alle. So wie damals bei Alan Wake mit den Manuskriptseiten. Da hat man auch nicht alle am Anfang bekommen. Erst im New Game Plus. Fände ich aber trotzdem fies. Hier ist auch schon wieder was. Will hat in diesem Gebäude seine persönlichen Sachen versteckt. Das ist schön für ihn. Ich will jetzt trotzdem erst den Skill. Hier liegt eine Menge Zeug rum. Da meine Friends? Nee, das ist ein anderer Raum. Ist direkt hier. Komm schon, Will. Was soll ich hier finden? Mach die Tür auf. Du musst da rein. Ey, mach mich nicht fertig, Junge. Okay. Jetzt kriege ich ihn. Da ist er. Mein Skill. Jawohl. In Ordnung. Das wäre erledigt. Gewisse Analogien bei den Rollen, wobei selbst Barry auf seine Weise kompetenter wirkt als Eindruck von Nick. Ja. Aber vielleicht kriegt er noch seine große Stunde. Wir werden sehen. Wieder da, mit Salat und einem Kurkuma-Kamille-Tee. Okay, gönn dir. Gönn dir. Ah, ich freue mich auf morgen, ey. Endlich mal wieder Kirmes-Time und Alessa kommt. Da freue ich mich doch. Meine Haare werden gekürzt. Sollte ich die erstmal reinlassen oder nicht? Ich guck mich mal erst um. Wer weiß, was passiert, wenn ich die reinlasse. Wir sind zurück. Hier ist Bobby Redford mit den News. Uns liegt eine offizielle Stellungnahme von Monarch Solutions vor und sie ist genau das, was zu erwarten war. Die typische, allglatte, gequirlte Scheiße. Ich fasse zusammen. Für sie war die ganze Sache nichts weiter als eine Art Unfall, der zu einem frühzeitigen Abriss geführt hat. Tragischerweise haben einige Menschen dabei ihr Leben verloren. Das wird untersucht. Im Klartext heißt das, kein Kommentar, vergessen Sie das Ganze. Niemand darf das Gelände momentan betreten. Wir wissen nur das, was Sie uns sagen. Die Sache ist, dort waren viele Leute. Einige davon kenne ich persönlich. Mir scheint, als könnten viele Menschen im Moment nicht an ihr Telefon gehen. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir... Was das heißt? Nun... Wir haben viele gute Anwälte, also heißt das gar nichts. Außer, dass die ganze Sache zum Himmel stinkt. Ich verstehe es zwar nicht, aber ich erkenne Scheiße, wenn ich sie rieche. Sowas darf nicht passieren. Das ist Riverport, Amerika, verdammt! Und kein Drecksloch in der dritten Welt, für das sich keiner interessiert. Jemand muss hierfür mal die Verantwortung übernehmen. Aber wer denn, ha? Ruft mich doch mal an, Leute. Wir müssen reden. Yeah, nächster Content Claim. Seit Jahren nicht mehr dort, immer schlechter geworden, das Angebot, immer teurer geworden vor allem, ne? Oh, ich war ja noch früher, vor so 10 Jahren, wenn Kirmes war, dann bin ich bestimmt 3-4 Mal hin. Und jetzt bin ich froh, wenn ich einmal hin kann. Da vibriert es schon wieder. Oh, da ist eine. Da muss ich was rekonstruieren, aber ich schaue mir erstmal die normalen Dinge an. Kein Wunder, dass du immer so verrückte Einfälle hattest. Okay. Kann ich nichts machen.
Du besitzt diesen Ort seit 1999? Warum hast du mir nichts davon erzählt, Will? Will, ich habe alle Papiere bezüglich des Kaufs des Bradbury-Schwimmbads in diesen Ordner gelegt. Ich wusste, sie würden ansonsten den Überblick über die Dokumente verlieren. Ich habe dafür gesorgt, dass der Kauf nicht zu den Geldern aus ihren Forschungssubventionen zurückgeführt werden kann. Ich weiß nicht, was sie vorhaben, und es geht mich auch nichts an, aber wir kennen uns beide lange genug, damit ich ihnen Folgendes sagen kann. Ich vertraue darauf, dass sie wissen, was das Beste für sie ist. Aber ich kann nicht so tun, als ob ich mir keine Sorgen machen würde. Ihre Karriere sieht so vielversprechend aus und ihre Aktivitäten in letzter Zeit fühlen sich wie ein drastischer Richtungswechsel an, den ich nicht im geringsten nachvollziehen kann. Ich habe mein Versprechen gehalten und Jack und auch niemand anderem nichts hierüber gesagt, aber er macht sich Sorgen um sie. Auch wenn er nicht weiß, wie er es zeigen soll. Jack hat seit Monaten nichts von ihnen gehört, er braucht sie. Ihre Anwältin und Freundin Allison Cunningham, 29. März 1999. Mhm. Eine Rechnung über $12,000 für einen Umzug. Du hast wohl mehr als nur alte Kisten hierher schleppen lassen. Es werden keine Fragen gestellt, sie packen, wir transportieren. Umzugstermine 1. März bis 28. März 1999. Werkstatt von William Joyce, Riverport. Name der Kunden William Joyce. Besondere Anweisungen, äußerst zerbrechliche Kisten, Inhalt ist vertraulich. In gepackten Kisten darf nicht hineingesehen werden, nur abholen und abliefern. Versand 17 LKW-Ladungen über einen Zeitraum von 17 Tagen, Gesamtkosten $12,713. Lieber ein schöner Feiertagsfutter investiert, gab bei mir heute gebratene Buchweizensoba mit Paprika, Shiitake in Sesamöl gebraten. Ja, das klingt auf jeden Fall alles sehr geil. Ich muss es ja nicht aussprechen können, aber ich könnte es bestimmt essen und als gut empfinden. Ich hoffe, es hat gemundet. Aber ja. Na, aus Feiertagsessen mache ich mir wiederum nichts, weil ich ja meistens eher allein bin und für mich allein lohnt sich da so ein großes Aufgebot halt leider nicht. Und wenn Alessa da ist, dann steht die auf besondere Spezialitäten auch nicht so. Von daher ist das meistens bei mir nicht der Fall. Okay, 17. Mai 1998, mein Name ist William Joyce und ich führe gleich den ersten Tierversuch mit dem Prototypen an meiner treuen Hausmaus, Schrödinger, durch. Oh nein. Sie ist weg. Wohin? Schrödingers Maus. Scheiße. Komm schon, Schrödinger, komm zu Willy. Na komm, na komm, na komm. Alles okay, alles ist gut. Okay, los geht's. Wir schicken Schrödinger jetzt in die Maschine. Im Uhrzeigersinn durch den Korridor. Dadurch wird er 5 Minuten in die Zukunft geschickt. Das heißt, er wird genau 5 Minuten, nachdem er die Maschine betreten hat, hier wieder erscheinen. Es sind jetzt 3 Minuten vergangen und es gibt kein Zeichen von Schrödinger. Ein sehr gutes Zeichen. Noch 2 Minuten. Okay, also, ja. Wie sich herausgestellt hat, saß er die ganze Zeit im Korridor für 5 Minuten und hat dabei auf die Röhren geschissen. Das zeigt eine ganz klare Schwachstelle in meinem Test. Meine Maus ist ein Idiot. Sehr gut. Was zum Teufel hast du hier gemacht? Oh shit, es geht noch weiter. Zeitweise Experimente mit Ratten? Etwa 5 Minuten und 15 Sekunden. Schrödinger. Es ist klar, dass der einzige quantifizierbare Test eine Reise in die Vergangenheit ist. Die Maschine ist kalibriert, um Schrödinger 5 Minuten in die Vergangenheit zu schicken. Also wird er sich jetzt dem Uhrzeigersinn entgegen durch den Korridor begeben. Und wenn er auf der anderen Seite... Heilige Scheiße. Heilige Scheiße, es hat geklappt. Das ist der eindeutige Beweis, dass... Was ich hier vor mir habe, ist die zukünftige Version derselben Maus, die 5 Minuten in die Vergangenheit gereist ist. Schrödinger, hier. Dein Zukunfts-Du. Autsch. Oh, der Scheiß hat mich gebissen. Okay, war's das? Okay, Schrödinger hat's geschafft, ihr habt's gehört. Schrödingers Katze, ja. Verreiß nicht, kein Hobby, will wenigstens... Das ist auch absolut richtig und wichtig, Pandera. Das finde ich auch gut. Jeder braucht so sein Highlight. Und wenn es nur ein geiles Essen ist, das ist auch schon viel wert. Absolut. Man muss sich was gönnen.
Denn man lebt nur einmal. So. Dann gucken wir uns mal das an, oder? Da habe ich hier noch was übersehen. Kühlschrank sieht erbärmlich aus. Ja, dann schauen wir mal, was das ist. Wir müssen unseren Kontakt ab jetzt einschränken. Ich melde mich bei dir, wenn die Gegenmaßnahme fertig ist. Das war's schon? Oder kommt noch was Neues? Wir müssen unseren Kontakt ab jetzt einschränken. Ich melde mich bei dir, wenn die Gegenmaßnahme fertig ist. Das versuchst du dir selbst, Schrödinger, zu nennen, ja. Musst du eine Rechnung für meinen Vater schreiben. Alles klar, willkommen zurück, Max. So. Dann wollen wir mal, ne? Die anderen warten ja noch draußen. Ups. Dann bin ich mal so frei. Okay. Da klopft jemand. Wer könnte das sein? Tut sich da was? Ich bin dran. Ja, ja. Oh. Gibt's eine neue Folge Night Springs? 4. Juli 2010. Was zum Teufel ist das? Dieses Video ist für dich. Du hast gesagt, ich soll in der Werkstatt fernbleiben, aber ich konnte sie nicht dort lassen. Ich bin zurück, sie zu holen. Aber der ganze Ort war ein Katastrophengebiet. Die Gegenmaßnahme. Einfach weg. Scheiße. Der Safe. Leer. Ich muss wissen, dass du sie hast. Denn wenn sie in die falschen Hände fällt, ist ihre Macht unermesslich. Unsere Zukunft. Unser aller Leben hängen von ihr ab. Das darf nicht umsonst gewesen sein. Du weißt, wo ich bin. Bitte, beeil dich. Das Video hatte deutlich gemacht, dass er in der Vergangenheit mit Beth zusammengearbeitet hatte. Ich fragte mich, was sie noch verheimlichte. Ja, die gibt uns eh keine Infos. Immer diese Geheimnistuerei, das geht mir so auf den Senkel. Aber gut, sie soll halt den Storyplot noch nicht zu früh verraten, ne? Das ist immer so anstrengend. Und nächster Versuch. Nope. Was kann dein Schlüssel überhaupt? Okay, können wir die jetzt reinlassen? Ich glaube, ich habe alles, oder? Mal schauen. Schwimmst du da drin ein paar Bahnen oder was? Komm, lass uns rein. Ja, warte kurz. Genau, guck dir mal den Fernseher an. Okay, schauen wir uns um. Hier unten. Wurde auch Zeit. Hab ich schon. Wie wär's damit? Du erzählst mir jetzt, woher du Will kennst. Ich hab deinen Bruder nie kennengelernt. Es fällt mir schwer, das zu glauben, nachdem ich das Video gesehen habe. Wovon zum Teufel sprichst du, Jack? Sieh es dir selbst an. Im nächsten Raum. Ich will Antworten. Antworten, die ich auch verstehe. Diese Nachricht, sie ist für mich. 4. Juli 2010. Beth Wilder, dieses Video ist für dich. Du hast gesagt, ich soll in der Werkstatt fernbleiben, aber ich konnte sie nicht dort lassen. Ich bin zurück, sie zu holen. Aber der ganze Ort war ein Katastrophengebiet. Die Gegenmaßnahme. Einfach weg. Was zum... Der Safe. Leer. Ich muss wissen, dass du sie hast. Denn wenn sie in die falschen Hände fällt, ist ihre Macht unermesslich.
Unsere Zukunft, unser aller Leben hängen von ihr ab. Das darf nicht umsonst gewesen sein. Du weißt, wo ich bin. Bitte, beeil dich. 2010. Verdammte Scheiße. Ja. Worüber hat er gesprochen? Er hat das 2010 für mich aufgenommen? Was zum Teufel? Und er hat gesagt, dass die Gegenmaßnahme weg ist? Nicht gut. Wir müssen herausfinden, was hier los ist. Suchen wir weiter. Hilf mir, das aus dem Weg zu räumen. Okay. Jack, dein Bruder hat das Video an mich gerichtet. Aber ich habe ihn noch nie im Leben getroffen. Noch nicht. Es klang so, als dachte er, du hättest seine Gegenmaßnahme. Wenn es doch so wäre. Aber er meinte, dass ihm die Gegenmaßnahme am 4. Juli 2010 gestohlen wurde. Ich hoffe, wir finden hier heraus, wer es war. Öffne die Tür. Ja, das haben wir gerade gemacht. Okay. Ich überlasse dir die Ehre, den Knopf zu drücken. Moment. Wo bist du? Da. Drei von fünf. Läuft schon über die Hälfte hier. Bald wird wieder geskillt. So, jetzt push ich den Button. Du bist auch da, gut. Let's see. Ich glaub's nicht. Ist das? Ja, ich denk's schon. Oh. Eine zweite Zeitmaschine. Das ändert alles. Ja, moin. Wenn wir dieses Ding zum Laufen bringen, brauchen wir keine Gegenmaßnahme. Wir können alles ändern. Was, wenn wir verhindern, dass der Riss überhaupt erst entsteht? Wir können in die Vergangenheit reisen und dort alles ändern, bevor es überhaupt passiert. Geil. Niemand stirbt. Paul geht nicht durch die Maschine. Monarch hat nie existiert und der Riss hat nie stattgefunden. Jack, warte. Denken wir das zu Ende. Das ist nicht... Ich kann in die Maschine, so wie Paul in der Uni. Ich habe ihm geholfen, sie einzurichten. Dann können wir den Kern aktivieren, den Korridor in Position bringen, das Datum einstellen. Ich schaff das, Beth. Ich bin nicht so sicher, ob wir das ohne die Gegenmaßnahme machen können. Aber du hast recht. Wir brauchen die Maschine. Genau. Fangen wir mit dem Kern an. Ach, du Scheiße! Ich habe Visionen von dieser Maschine in diesem Labor gesehen. Er muss sie hier versteckt haben. Was ist das? Ein gottverdammtes Raumschiff? Okay, Kernsteuerung. Wo ist sie? Und er macht gleich Fotos davon. Wehe, du postest das irgendwo. Du Babsack. Hey, Nick. Was zum Teufel sehe ich mir da an? Die Zeitmaschine. Fuck, das... Das hätte ich als nächstes gesagt. Monarch darf nicht erfahren, dass sie hier ist. Also, keine Selfies mit der Zeitmaschine posten. Zu spät. Ja, ich bin doch nicht blöd. Ja. Natürlich werde ich ein paar Selfies mit der Zeitmaschine machen. Es ist schließlich eine verdammte Zeitmaschine. Aber ich werde nichts posten. Beruhigend. Los, helfen wir Jack dabei, die Kernsteuerung zu finden. Okay. Bin dabei.
Ihr macht eh nichts. Ich muss die jetzt wieder finden, das ist doch klar. Kernsteuerung. Wie sieht so eine Kernsteuerung aus? Ja, ich spüre etwas. Nichts Sinnvolles. Doch, doch, da ist was Sinnvolles. Hör auf zu lügen. Sei nicht so frech. Elternpaar beim Autounfall in Riverport getötet vom 22. Dezember 1999. In Bradbury in Riverport ist die Festtagsstimmung nach einem tragischen Autounfall, der das Ehepaar Anthony und Catherine Joyce das Leben gekostet hat, mehr als getrübt. Der Unfall trug sich unmittelbar näher des Hauses der Familie in der Princeton Street am frühen Nachmittag zu. Die Fahrerin Catherine Joyce verlor nach einem Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug die Kontrolle über das Auto und fuhr gegen einen Strommast. Der Fahrer des anderen Fahrzeugs beginnt Fahrerflucht. Die Joyces waren beide als Mitglieder der Gemeinde in der Nachbarschaft von Bradbury sehr bekannt. Letztes Jahr erkannte der Bürgermeister ihre wohltätigen Bemühungen an. Insbesondere den Riverport Multiple Sclerosis Walk, den sie seit 1993 jedes Jahr organisierten. Das Paar lässt zwei Kinder zurück. Den vielversprechenden jungen Wissenschaftler Dr. William Joyce und Jack Joyce, noch minderjährig. Am Sonntag wird eine Mahnwache mit Kerzen abgehalten, um die trauernde Familie, Freunde und Gemeinde in dieser schweren Zeit zu vereinen. Boah, imagine, wir reisen in die Zeit zurück und retten unsere Eltern. Wir könnten so viel damit anstellen. Aber das werden sie wahrscheinlich nicht machen, ne? Was ist... Nervt mich mal dahinter nicht. Bin deswegen hier. Ja, mal sehen, wenn wir das jetzt gleich für uns nutzen können. Dann werden die Kleinigkeiten bestimmt auch noch Sinn ergeben. Die Nachricht von dem Typen an Beth wird dann bestimmt Sinn machen, weil den lernen wir in der Vergangenheit wahrscheinlich besser kennen und beziehungsweise er lernt Beth kennen und sie ihn. Und dann erschließt sich das bestimmt alles, ne? Man kennt ja solche ulkigen Sachen aus diversen anderen Zeitreisen-Stories. Mag das. Es gibt ja immer so... immer diese Paradoxen, die dadurch... entstehen. Zum Beispiel, was wäre denn gewesen, die Story mit der Schrödinger-Maus, ne? Als er dann die Zukunft, als Zukunftsschrödinger dann da war, was wäre denn passiert, wenn er Gegenwarts-Schrödinger dann, keine Ahnung, in die Hand genommen hätte? Also, der wäre da gar nicht durchgelatscht. Dann hat er auf einmal zwei Schrödingers, ne? Okay, man könnte sagen, wenn er das vorgehabt hätte, würde Schrödinger Zukunft nie erscheinen. Aber trotzdem hast du doch die Wahl. In dem Moment, wenn du beide siehst. So... Da habe ich noch was gefunden. Zeitreisen für Zivilisten. Von William Joyce, 28. Februar 1999. Eröffnungserklärung. Mit einem Schenkelklopfer angefangen. Witz über Schrödingers Katze. Notiz. Angemessene Katzenfoto dafür finden. Notiz. Kein Katzenfoto. Oh, schade. Keine wissenschaftliche Erklärung hier. Marketing-Scheiße. Zeitmaschine funktioniert. Implikationen unbegrenzt. Gebt mir euer Geldgelaber. Spannungsbogen bis zur Existenz der Zeitmaschine bauen. Inhalt hier hängt im ersten Versuch mit einem Menschen später heute Nacht ab. Befunde, Fakten für die Mundatmer vereinfachen, die zweifellos investieren wollen. Zweck dieses Leitfadens, den Mundatmern erklären, wie die Zeitmaschine funktioniert und wieso. Korrektur lesen
und alle Verweise auf Mundatma löschen. Zeitmaschinenüberblick. Wie die Forschung begann, inklusive Danksagung für Forschungsgelder. Arschkriechen bei Gemeinden und Investoren. Notiz, auch Jack für seine Geduld danken. Jetzt, da alles vorbei ist, verspreche ich, für ihn da zu sein. Notiz zu persönlich. Einfacher Überblick über die Zeitmaschinen. Teile. Chrononpartikel. Notiz. Niemand wird einen Scheiß interessieren oder verstehen. Überspringen. Wie Zeitreisen funktionieren? Ganz einfach ausgedrückt. Subjekt aktiviert Zeitmaschine. Schritt 1 Kern. Schritt 2 der Korridor. Das Subjekt stellt das gewünschte Zeitreisedatum ein. Subjekt betritt den Korridor. Als Erklärung: Korridor mit Form eines Donuts vergleichen. Notiz: Witz einfügen. Sie wollen diesen Donut nicht essen, ansonsten wird der Körper eine tödliche Chronosättigung erhalten, die zu einem langsamen, aber unausweichlichen Tod führt. Witz weglassen, verstörend. Subjekt geht durch den Korridor. Durchschreiten des Korridors im Uhrzeigersinn. Reise in die Zukunft. Durchschreiten des Korridors entgegen des Uhrzeigersinns, Reise in die Vergangenheit. Uhrenähnliches Design. Subjekt erreicht neuen Zeit, die Zukunft oder Vergangenheit. Raum, Zeit, Kontinuum, Reise durch den Raum. Zeitreisen sind kein Portal. Das räumliche Ziel wird nicht immer dasselbe sein wie bei Eintritt. Zeitreise sind einen rotierenden Kern aus einem schwarzen Loch gebunden. Kern zuerst erklären, draufgeschissen. Kern einfach mit einem Automotor vergleichen. Infos zu Automotoren nachschlagen. Subjekt wird an dem Ort in der Subjektvergangenheit angekommen, an dem sich die Zeitmaschine und der Kern zu dem Zeitpunkt befunden haben. Es kann in keine Zeit gereist sein, in der die Zeitmaschine und der Kern nicht aktiv waren. Es kann in keine Zeit vor der ersten Aktivierung des Kerns gereist werden. Beispiele, wie Zeitreisen funktionieren. 1999 wurde zum ersten Mal der Kern einer Zeitmaschine aktiviert. Die Zeitmaschine befindet sich auf einer Insel. Im Jahr 2000 wird dieselbe Zeitmaschine mit demselben Kern in ein Zirkuszelt gebracht. Im Jahr 99 betritt Teddy die Zeitmaschine und reist ins Jahr 2000. Er verlässt die Zeitmaschine und befindet sich in einem Zirkuszelt. Notiz, bessere Beispiele verwenden kein Zirkuszelt. Teddy kann es in keinen Zeit vor 1999 reisen, da der Kern davor nicht aktiv war. Werde meine verdammten Schädel jedes Mal gegen die Wand hauen, wenn jemand als Beispiel sagt, man könne nicht in die Zukunft zurückreisen und Hitler töten, nur um schlau witzig zu klingen. Vielleicht ein Dinosaurierwitz? Erklären, dass man nicht zurückreisen kann, um Dinosaurier zu sehen. So eine Scheiße. Geschlossene Kreise. Theoretisch haben sich alle Folgen, die durch Zeitreisen entstehen, schon ergeben. Man soll nicht in der Lage sein, die Vergangenheit zu ändern. Jeglicher Versuch, etwas zu verändern, gehört schon immer zur Abfolge der Ereignisse. Ist bereits geschehen. No Ico. Selbstübereinstimmungsprinzip erklären, bis ihnen der Schädel platzt. Metapher zur Erklärung geschlossener Kreise. Zeit ist wie ein Ei. Man kann das Ei bewegen, aber dennoch wird das gleiche Huhn daraus schlüpfen. Notiz, furchtbares Beispiel, außerdem könnte man das verdammte Ei einfach essen. Ein Ei befindet sich auf dem Tisch. Sie verlassen den Raum, kommen zurück und ein Ei liegt zerbrochen auf dem Boden. Sie wissen nicht genau, wie das passiert ist, aber es macht sie traurig. Das Ei war ihnen wichtig, weil, Grundeinfügung, das später Sinn ergibt, sie reisen in die Vergangenheit, um zu verhindern, dass das Ei zerbricht. Als sie in der Vergangenheit ankommen, eilen sie an den Tisch. Sie stoßen sie versehentlich an. Das Ei fällt herunter und zerbricht. Sie haben genau die Sache verursacht, die sie verhindern wollten. Aber das macht keinen Sinn. Es hat immer dieses Paradox. Wenn es, dann wär's halt nie zerbrochen, er wollte es ja nur verhindern, weil es zerbrochen war. Ein geschlossener Kreis. Warum zum Teufel haben alle meine Beispiele etwas mit Eiern zu tun? Notiz, Ei durch etwas anderes ersetzen. Ist halt schwierig, ne? Aber damit muss man leben. Wenn man Zeitreisen-Story hat, dann muss man genau mit dem Paradoxon leben. Das gehört einfach dazu. Fertig. Das kannst du nicht erklären. Weil es einfach auch nicht möglich ist. Leider. So. Wo seid ihr? Ah ja, okay. Hier sollte ich mir was anschauen wahrscheinlich. Okay, da ist auch ein wichtiger Schalter. Das sehe ich jetzt schon. Ventilator ist sehr wichtig. Dann gehe ich erstmal zu ihm. Er hat bestimmt nichts so Wichtiges.
Ja, das macht Sinn. Total. So, Großvaterparadoxon, genau das. Gottes Beweis. Kompliziert. Doch wie in vielen Sachen, so eine der Zukunft kommt und dich warnt, dass du Untergang sein wirst, um zu verhindern, dass du in diesen Untergang wirst. Ja, deine ganzen Bemühungen, das zu verhindern, genau zum Untergang. Ja. So ist es. Aber trotzdem irgendwie faszinierend, nicht wahr? Aufstieg eines Füßigers. Vom 4. Juni 97. Dr. Joyce und Dr. Meyer machten sich anfangs des Jahres einen Namen, als ihre Abhandlung über eine etwaige Existenz eines Chrononfelds zu einer der am heißesten diskutierten Theorien in der Quantenphysik seit dem Higgs-Teilchen wurde. William Joyce, geboren und aufgewachsen in Riverport, war nicht damit zufrieden, nur Teil der Diskussion zu sein, und entschied sich aktiv nach einem Beweis zu suchen. Das von ihm vorgeschlagene Forschungsobjekt führte dazu, dass er einen äußerst angesehenen Harold Steinberg Fund mit einem Wert von $150,000 erhielt. Dr. William Joyce ist damit offiziell der jüngste Empfänger der Harold Steinberg Forschungsgelder aller Zeiten. Während Einzelheiten des Forschungsantrags nicht bekannt wurden, ist es wahrscheinlich, dass Joyce vorhat, einen eindeutigen Beweis für das sogenannte Meyer-Joyce-Feld zu liefern und mögliche Anwendungen für die Manipulation dieses Feldes zu zeigen. Es wurde ein Zeitplan für die Forschungen vorgelegt, dessen Eckpunkte darauf hindeuten, dass dieses Forschungsprojekt Anfang des Jahres 99 bereit für eine öffentliche Vorstellung ist. Wir werden weiter an William Joyce Geschichte dranbleiben, als Teil unserer Riverport auf der Überholspurreihe. So. Das wird man nicht überleben, richtig. Da wird man, wie heißt es, spaghettifiziert? Oder so ähnlich nennt man das. Wenn man einem schwarzen Loch zu nahe käme. So. Da war ich noch nicht. Von William Joyce an Bess Wilder. Okay, da ist noch ein Dings. Bess, es ist soweit. Es ist vom 8. Oktober 2016. Alles, was du, vor dem du mich gewarnt hast, wird bald eintreten. Bitte gib mir ein Zeichen, dass du noch immer irgendwo da draußen bist. Sag mir, dass du die Gegenmaßnahme hast. Das würde mich sehr beruhigen. Ich verliere hier langsam den Verstand. Ich habe jahrelang versucht, mich selbst davon zu überzeugen, dass du die ganze Zeit falsch lagst und ich die Gegenmaßnahme umsonst gebaut habe. Ja, wir werden jetzt gleich in die Vergangenheit reisen und ihm sagen, dass er die Gegenmaßnahme machen soll, die wir dann wiederum, wenn wir zurückreisen, dann wahrscheinlich nutzen können. Sehr cool. Also davon gehe ich mal aus. Ich habe versucht, alles hinter mir zu lassen, wieder alles in den Griff zu bekommen, aber jetzt habe ich den Beweis gesehen. Paul Serene hat mich als Berater für ein Experiment an der Universität hinzugezogen. Sie haben sie gebaut. Sie haben eine andere Zeitmaschine gebaut, eine beinahe exakte Kopie meines eigenen Entwurfs, aber mit schweren Fehlern in den Berechnungen. Genau wie du gesagt hast, falls sie diese Maschine aktivieren, wird der Riss auftreten. Das ist schon passiert. So. Nur bei den Kleinen würde man weiter in die Länge gezogen, denke ich ja eher, und gleichzeitig zerrissen, zerquetscht und verbrannt wird. Ja. Auf jeden Fall werden wir es nicht überleben. Wir werden es nie wirklich wissen. Ja, und drüber nachdenken kann man sowieso nicht mehr. Das geht dann doch sehr schnell wahrscheinlich. So. Wie ist das möglich? Wie konnten Sie meinen Entwurf nur so nahe kommen? Jemand muss mich die ganze Zeit beobachtet haben, oder nicht? Jemand zieht im Hintergrund die Fäden. Ich werde verfolgt. Zuerst dachte ich, das wäre nur Paranoia. Aber es ist wahr. Ein Mann hat jede einzelne meiner Bewegungen beobachtet.
Ich habe ihn heimlich fotografiert und Nachforschungen angestellt. Sein Name ist Liam Burke. Er arbeitet für die Sicherheitsabteilung von Monarch Solutions. Es ist mir zum ersten Mal vor einigen Wochen aufgefallen, aber das könnte schon seit Jahren so laufen. Was will er? Was weiß er? In welchem Verhältnis steht er zu der ganzen Sache? Ich brauche Antworten. Ich weiß nicht, wem ich noch vertrauen kann. Ich weiß nicht, wer noch involviert ist und was sie wollen und warum. Ich brauche eine Nachricht von dir. Ich muss wissen, dass ich nicht alleine bei der ganzen Sache bin. Falls es stimmen sollte, was du mir einmal gesagt hast, dann ist das Auftreten des Risses vielleicht unausweichlich. Aber ich kann nicht einfach nichts tun und es geschehen lassen. Nicht bis ich weiß, dass die Gegenmaßnahme in Sicherheit ist. Ah, shit, da hätte man. Ah, jetzt habe ich wieder falsch rumgelesen, da ist noch mehr. Naja, dann lesen wir es heute halt wieder in verkehrter Reihenfolge. An Bess von William Joyce. Ich habe sie gesehen. Die Ursachen des Risses existiert. Sie ist hier. Bist du noch immer da draußen? Wo bist du? Ich habe die Hoffnung aufgegeben, dass du mir noch zuhörst. Ich weiß nicht, wieso ich das hier noch schreibe. Vielleicht, um irgendwas abschließen zu können. Als du in mein Leben getreten bist, hast du einen Verlauf verändert. Ich habe über ein Jahrzehnt deiner Sache gewidmet. Ich habe jede Beziehung geopfert, die ich hatte, alle weggeschoben, die mich liebten. Alles für eine Lüge. Es kommt überhaupt keine Bedrohung. Es gab niemals eine. Ich muss mich selbst dazu zwingen, das zu glauben. Nur so kann ich alles hinter mir lassen. Nur so kann ich alles in den Griff bekommen und wieder neu anfangen. Moment, das hat er wann geschrieben? 2012. Ah, okay. Leb wohl, okay. Ein Jahr ist jetzt vergangen. Ich habe noch immer nichts von dir gehört. Du weißt, wo du mich finden kannst. Scheint hat sie ihm nicht gesagt, wann die Katastrophe passiert. Na ja, gut. Die Nummer, die du mir gegeben hast, funktioniert nicht mehr. Wo bist du? Ich kann nicht mehr schlafen. Bitte ruf mich an. Scheiße, ruf mich an. Schreib mir eine E-Mail. Ich drehe hier durch. Ich versuche noch immer, dich anzurufen. Wo bist du? Hast du sie genommen? Da draußen ist es nicht mehr sicher. Du verstehst die Macht dieses Geräts nicht. Ich habe die Nummer angerufen, die du mir für den Notfall gegeben hast. Du nimmst aber nicht ab. Was läuft hier? Sie ist weg. Die Gegenmaßnahme ist weg. Was ist passiert? Ruf mich sofort an. Ja, oder wir haben uns die geschnappt zu dem Zeitpunkt. Das werden wir gleich wissen. Vielleicht kriegen wir eine Zeitangabe. Die E-Mail hier, die war der 5. Juli 2010. Müssen wir mal drauf achten. So. Wo ist sie denn? Aktiviere den Kern. Was ist da hinten? Die Dinge habe ich schon angeguckt, oder? Nee, so viele habe ich mir nicht angeguckt. Okay. Elf von elf, wir haben alles. Ja, dann kann ich ja jetzt mir das anschauen. Der Korridor. Er wird mit einem Schlüssel aktiviert. Wills Schlüssel. Ah, der passt. Da steht, dass der Kern zurückgesetzt werden muss. Toll. Und wie zum Henker sieht der aus? Ein rundes Teil in der Mitte. Ah, da unten ist sie. Warte mal, wir haben doch da hinten noch einen Schalter gesehen. Ich muss den Kern erst zurücksetzen. Na gut. Und wie und wo? Mach mal Neustart. Erst muss der Kern zurückgesetzt werden. Ich geh mal zu. Ich war hier noch nicht. Vielleicht macht man das hier direkt an dem Teil. Du hast gesagt, dass Will eine Gegenmaßnahme gebaut hat. Was macht dich so sicher, dass es nicht das hier ist, die Zeitmaschine?
Er hat gesagt, die Gegenmaßnahme wurde gestohlen, aber die Maschine ist immer noch hier. Ich bin mir gespannt, was das genau ist, diese Gegenmaßnahme. Hey, sieht aus, als könnte ich den Kern von hier aus zurücksetzen. Ah, gut. Weißt du wirklich, was du da drinnen tust? Keine Ahnung. Aber ich habe Paul geholfen, die Zeitmaschine in der Uni einzurichten. Die dann den Riss verursacht hat. Weil sie Fehler hatte. Will wusste, dass die Berechnungen falsch waren. Ich hoffe, das bedeutet, dass er hier wusste, was er tat. Will wollte uns hierher bringen. Wir müssen sie ausprobieren. Zuerst müssen wir den Kern einrichten. Das könnte die Lösung sein, um die Gegenmaßnahme zu finden. Genau. Wir werden sehen. Reset läuft noch. Wie lange braucht denn der für den Reset? Der Kern ist zurückgesetzt. Wir müssen ihn über den Kontrollraum aktivieren. Okay. Hier? Ich glaube, das Kontrolldingens ist hier. Bei dir? Wird schon schief gehen. Energie. Was war das? Sieht alles vertraut okay. aus. Alles okay. Ist okay. Es hat funktioniert. Es hat wirklich funktioniert. Okay, als nächstes aktivieren wir den Korridor. Wie? Hey, schau dir dieses Teil an! Aktiviere den Kern, aktiviere den Korridor. Wie? Gehen wir mal den Rechner hier. Korridor. Gott sei Dank. Wow! Habt ihr das gesehen? Das war Wills Schlüssel? Ja. Endlich hat er mal gepasst. Schlüssel zu einer Zeitmaschine und er hat ihn im Kofferraum seines verdammten Autos vergessen. So kenne ich meinen Bruder. Passiert, ist doch nicht wichtig. So, wer will zuerst? Das hat richtig gut angehört. Fuck. Hoffen wir, dass sie noch funktioniert. Benutze die Zeit, stell ein Datum ein. Okay, Datum einstellen. Was haben wir gesagt? 5. Juli? Ich bin mal gespannt, was er einstellt. Gleich wird es ja auch was anderes. Mal abwarten. Ja, hier bin ich falsch. Wo stelle ich das Datum ein? Ach, da unten. Nein, 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 nein. Was? Gott verdammt! Keine Ahnung. Wir waren so nah dran. Was ist denn jetzt? Ich versuch's nochmal. Nein, auf keinen Fall! Du weißt, was passiert ist. Irgendwas ist mit der Maschine. Das wissen wir nicht. Du bist dafür nicht ausgebildet. Alles, was du tust, macht es nur schlimmer. Wir du können weißt, du recht. Auf dem Ding hier steht aufgeben. Du hast Menschen verloren. Du bist wütend. Verstehe ich. Ja, das könnte es sein. Aber das ist eine Nummer zu groß. Wir können sie nicht reparieren. Aber ich kenne vielleicht jemanden, der es kann. Sophia Amaral. Ja, von der haben wir auch schon viel gehört. Ich sah ihr Ground Zero-Video. Serenes Leiterin der Kronenforschung. Sie ist heute Abend auf der Monarch-Gala, aber die ist abgeriegelt. Ja. Es wird unmöglich sein, an sie ranzukommen. Außer ich habe eine Einladung. Paul sagte, ich soll zu seiner Party kommen. Irgendwas sagt mir, dass das keine freundschaftliche Einladung war. Hm. Jack, nein. Oh. Auf zur Gala. I'm hot bag lady, hot girl. I got my hand on my heart, but my heart
So, jetzt kommt wieder Serie, ne? Man mussten wir aber keine Entscheidung treffen. Obwohl, vielleicht kommt da noch was. Ja, war auf jeden Fall ein guter zweiter Akt. Schön, dass wir gleich weitermachen können heute. Circles. Passend. So, wir machen weiter, würde ich sagen. Der Knotenpunkt, genau, das kommt ja erst noch. Da gibt es jetzt wieder eine Entscheidung. So klar, als ich alles nochmal durchlebte. Als ich den Moment meiner Abreise erreicht hatte, war das vorbei. Seitdem orientiere ich mich nur noch an dem Plan. Und den Visionen. Ich wusste, dass Jack zu mir kommt. Das hatte ich gesehen. Aber ich wusste nicht genau, warum. Oder wie es enden würde. Da ist er. Sie hatten recht. Meine Visionen der Zukunft sind nicht immer klar, aber sie lügen nicht. Apropos Lügen. Joyce sagt, er hätte die Zeitmaschine seines Bruders gefunden. Wir haben sie 17 Jahre lang gesucht und er findet sie in weniger als einem Tag? Klingt eher unwahrscheinlich. Und doch wissen wir, dass sie da draußen ist. Aber nicht, was ihm sein Bruder sagte. Wenn er die Maschine gefunden hat, würde er es Ihnen verraten? Ich vermute, dass er sie reinlegen will. Vielleicht, aber die Maschine ist da draußen. Und wir werden herausfinden müssen, wo. Wenn Jack es weiß, muss ich mit ihm reden. Dr. Joyce hätte uns die Antwort auf diese Frage geben können. Williams Einstellung und Wissen haben ihn zu einer Gefahr gemacht. Wird dieser wütende junge Mann denn kooperativer als sein Bruder sein? Ihr Urteilsvermögen ist dadurch getrübt, dass Sie sich an Jack als einen guten Freund erinnern. Sie müssen Ihre Gefühle aber außen vor lassen. Das tue ich. Dann vergessen Sie nicht, weshalb wir hier sind. Nach allem, was geschehen ist, brauchen unsere Leute das Gefühl, dass wir alles unter Kontrolle haben. Sie sind derjenige, der sie auf unsere Seite bringen kann. Ich kümmere mich um Joyce, damit sie sich auf ihre Rede konzentrieren können. Ich weiß, was hier auf dem Spiel steht, Martin. Okay. Also ich werde mich wieder so entscheiden, egal wie es ist, dass es Jack einfacher haben wird. Egal wie mies die Entscheidung wieder sein mag. Die Villa war zwar etwas verschwenderisch, aber sie war nützlich für Events wie die Party. Und sie lenkte von unserem F&E-Labor in der Nähe ab. Ich bin auf die Party gespannt. Dr. Sophia Emeril hatte nach Dr. Kims Unfall die Kronon-Forschungsabteilung übernommen. Sie war die Einzige, die das Kronon-Syndrom behandeln konnte. Genau wegen ihr gehen wir da jetzt hin. Erika, zunächst einmal, Moment, ist da wieder mehr? Oh mein Gott. Mr. Joyce wartet unten auf uns. Ja, der kann noch länger warten, wie du siehst. Dann fangen wir erstmal hier an. Sophia, mir ist bewusst, dass es eine unbequeme Frage ist, aber ich muss sie einfach stellen. Ich kannte Henry Kim sehr gut. Ich bin mit ihm zusammen zur Schule gegangen und bei der Hochzeit meiner ersten Ehe war er der Trauzeuge meines Mannes. Als ich nach Florida umgezogen bin, haben wir leider den Kontakt verloren. Sagen wir einfach, dass sich mein Leben ganz anders entwickelte, als ich erwartet hatte. Es war eine äußerst positive Überraschung, von ihm zu hören, als er auf der Suche nach Leuten für ein neues Team war. Und ich habe mich sehr gefreut, wieder in Kontakt mit ihm zu stehen. Wir telefonierten viel. Wir sollten los. Nein.
Er besuchte uns und lernte meine Frau kennen. Und tja, irgendwie war das in alten Zeiten. Es hätte peinlich werden können, wurde es aber nicht. Henry war so. Du kannst dir vorstellen, wie schockiert und enttäuscht ich war, als ich von seinem Tod erfuhr. Eine Woche nach meinem eigenen Arbeitsantritt bei Monarch. Ich hatte so gehofft, mit ihm zusammenzuarbeiten. Es geht mir hier bei Monarch zwar sehr gut, aber sein Tod hat mir zu schaffen gemacht. Ich weiß, dass niemand darüber reden möchte und ich verstehe, dass viele der Geheimhaltungspflicht unterliegt. Da ich jedoch kürzlich grünes Licht für vertrauliche Chrononen-Forschungsarbeiten erhalten habe, weiß ich nun, dass die Darstellung der Geschehnisse bezüglich seines Todes ein Lügenmärchen ist und dass Henry sich in irgendetwas anderes verwandelt hat. Ich werfe niemandem etwas vor, aber ich brauche meinen Seelenfrieden und muss irgendwie mit der Vergangenheit abschließen. Deshalb frage ich mich in Anbetracht meiner neuen Sicherheitsstufe, ob du dich in einer Position befindest, um mir zu erklären, wie das alles passieren konnte. Ich sollte hinzufügen, dass ich neulich Martin Hedge auf dasselbe Thema angesprochen habe und er mir in aller Deutlichkeit klargemacht hat, dass ich keine weiteren Fragen stellen soll. Angesichts dieser Tatsache gehe ich ein ziemlich hohes Risiko ein, dich nach weiteren Informationen zu fragen. Aber ich kann es einfach nicht dabei bewenden lassen. Ich würde es verstehen, wenn es dir untersagt wäre, darüber zu reden, aber meine Gefühle fahren Achterbahn. Ich hoffe jedenfalls so oder so auf deine Diskretion, Erica. Der lange Text. Hey, ich möchte aber eine Fortsetzung von Bruce. Hoffentlich gibt's die. Erica. Zunächst einmal möchte ich dir mein Beileid aussprechen und mich bei dir entschuldigen. Mir war nicht bewusst, dass du und Henry eine gemeinsame Vergangenheit hattet. Und offen gesagt hätte ich dir deine neue Position gar nicht erst angeboten, wenn ich das gewusst hätte. Wenn du lieber einen anderen Job haben möchtest, dann kann ich dafür sorgen. Kein Problem. Damit wir uns nicht falsch verstehen, ich rede hier nicht von einem schlechteren Job. Ich meine eine vergleichbare leitende Position in einer anderen Abteilung. Du hast recht damit, dass es sich hierbei um ein sehr sensibles Thema handelt. Aber in Anbetracht deiner aktuellen Sicherheitsstufe kann ich dir sagen, was ich weiß. Leider weiß ich nicht sonderlich viel. In den vergangenen 6 Monaten habe ich selbst versucht zu verstehen, was passiert ist. Aber ich habe nicht gerade Fortschritte gemacht. Ich weiß, dass Henry Überstunden in seinem Labor gemacht hat, als es zu einer Art Chrononpartikelanstieg kam. Selbstverständlich wissen wir, dass es bei Menschen zu physischen Veränderungen kommen kann, wenn sie zu großen Mengen von Chrononpartikeln ausgesetzt sind. Paul Serene ist ein Beispiel hierfür. Als er das erste Mal Chrononpartikeln ausgesetzt war, führte dies dazu, dass er außergewöhnliche Fähigkeiten entwickelte und beim zweiten Mal entstand seine fortschreitende Krankheit. In Henrys Fall führte es dazu, dass er sich in einen chrononbeeinträchtigten Wellenfunktionswesen, auch Shifter genannt, verwandelte. ETF. Es ist ganz eindeutig, dass Mr. Serenes und Henrys Erkrankungen im Prinzip identisch sind, auch wenn die Krankheit bei Mr. Serene noch nicht so weit fortgeschritten ist. Es ist jedoch unklar, wie Henry in einer solch hohen Dosis an Chrononpartikeln ausgesetzt werden konnte, vor allem, weil er es im Laborbereich selbst nicht zu temporalen Veränderungen gekommen ist, die unseren Erfahrungen nach mit solch einem ungewöhnlichen Ereignis einhergehen. Keiner der Container im Labor hatte eine auch nur annähernd ausreichende Chrononpartikelkapazität für eine derart hohe Dosis. Und damit nicht genug. Alle Container waren unversehrt und keiner wurde vermisst. Kurz gesagt, wir wissen nicht, woher diese Partikel stammen könnten. Ich war nicht überrascht, dass Martin Hedge nichts davon hören wollte. Er war die einzige Person, die sich im Labor aufhielt, als sich der Unfall ereignete. Oha. Aber ich weiß nicht, warum er dort war oder was passiert ist. Und er behauptet, dass er sich an nichts erinnern kann. Trotz alledem hat Martin es irgendwie geschafft, Henry mit dem künstlichen Nullzustandsfeld zu umgeben, das im Labor errichtet wurde. Ich bin nicht gewillt, darüber zu spekulieren, wie er das geschafft hat. Ich möchte lediglich hervorheben, dass auch mir eine Menge Fragen zu den Ereignissen auf der Zunge brennen. Denk über mein Angebot nach, Erica. Du bist eine erstklassige Wissenschaftlerin und ich will dich auf gar keinen Fall verlieren, aber ich würde es absolut verstehen, wenn du in eine andere Abteilung versetzt werden möchtest. Bitte bestell deiner Frau schöne Grüße. Es war sehr schön, als ich sie letzte Woche kennengelernt habe, Sophia.
Okay, hallo Finch, willkommen zurück. Ja, Mann, Time Nicer Film, auf jeden Fall. Das muss. Okay, das war aber auch das Einzige hier in dem Abschnitt. Immerhin. Aber war auch interessant. Also diese Sophia, die wir ja suchen, die weiß auch nicht so viel, ne? Aber dass die beiden hier Dreck am Stecken haben, das ist ja mehr als offensichtlich. Jo, hier kann man mal Party machen, ne? Okay. Was geht denn da? Was macht das Zeug hier? Es sollte doch schon alles bereit sein. Wir sind im Zeitplan. Verlieren Sie sich nicht in Kleinigkeiten. Im Zeitplan. Nö, da hinten ist nichts. Blinzeln Sie nicht mal. Oh nein, muss ich schon wieder entscheiden, dass... Da bist du ja. Jack erschossen wird? Ich wollte mir den Lebensstil der Kranken und Verräter einmal aus der Nähe ansehen. Und es war eine so nette Einladung. Wie wollen Sie das jetzt machen, Paul? Okay, jetzt bin ich ja mal gespannt, was ich da jetzt für eine Entscheidung treffen muss. Ich kann doch Jack nicht erschießen. Schauen wir uns mal die zwei Stränge an. Paul, was sollen wir wegen Joyce unternehmen? Ich könnte noch immer versuchen, Jack zu erreichen und ihn zur Vernunft zu bringen. Oder Hedge könnte sich um ihn kümmern, damit mich nichts von der Leitung Monarchs ablenkt. Halte, um Persönliches zu zeigen, halten, um Geschäftliches zu zeigen. Okay, gehen wir mal ins Persönliche. Ich bin in die Vergangenheit gereist. Versucht, alles zu ändern. Beantworte mir diese Frage, Paul. Ich habe Jack mehr vertraut als sonst jemandem. Es war meine einzige Chance, ihm die Wahrheit zu erklären. Was soll das heißen? Niemand hat den Schützen gesehen. Aber wenn ich nicht dort wäre, um meine Rede zu halten, würde mein Imperium wie ein Kartenhaus in sich zusammenfallen. Oha. Serene beschließt sich auf seine Beziehung zu Jack zu konzentrieren und Monarch für den Moment selbst zu überlassen. Und anscheinend passiert dann ja was. Das gefällt mir schon mal, aber wir gucken uns noch das Geschäftliche an. Ich glaube fest, dass Hoffnung zu Fehleinschätzungen führt. Und wie wir beide nur zu gut wissen, Mr. Joyce, können Fehleinschätzungen schnell zu Katastrophen führen. Und damit bleiben mir nur Sie, Mr. Joyce. Aber mein alter Freund wäre ein hoffnungsloser Fall. Tot und begraben, zusammen mit dem Rest meiner Vergangenheit. Heute wird gefeiert, gefeiert im Angesicht der Dunkelheit. Heute feiern wir, weil ich versprochen habe, dass wir bereit sind. Mit meiner Anwesenheit würde Monarch stärker werden. Der Plan würde sich wie vorgesehen entwickeln. Ja, okay, sehr interessant. Ich werde weiterhin Pro-Check machen und dementsprechend nehme ich das Persönliche. Das ist natürlich out of character, also ihm wäre natürlich das Geschäftliche wahrscheinlich wichtiger, aber das juckt ja mich nicht. Deswegen gehen wir in das Persönliche rein. Auch wenn die Party dann wahrscheinlich nicht so geil wird, aber hey. Martin, ich befürchte, Sie müssen die Rede heute Abend für mich übernehmen. In Ordnung. Jack und ich haben sehr viel nachzuholen.
Ja. Das ist ja auch interessanter, was wir da erfahren könnten. Ich habe gesehen, wo es ihn führt. Ich war am Ende der Zeit und bin ihm entkommen. Bis ins Jahr 1999, wo alles begann. Ich habe versucht, etwas zu ändern. Aber durch den Versuch sind diese Dinge überhaupt erst passiert. Mhm. Oh, das wird noch interessant. Oh, war sehr ausgeglichen. 53%. Okay. War verständlich. Das sind auch keine einfachen Entscheidungen. Letztendlich will man eh alles sehen, ne? Weil sich ja die folgende Sequenz da auch anpassen wird. War jetzt aber nicht wirklich der ursprüngliche Plan, mit Paul immer einen Weg zu nehmen, wo er die Fäden in der Hand behält. Der ursprüngliche Plan mit Paul immer den Weg nehmen, wo er die Fäden in der Hand... Na, also mein ursprünglicher Plan war ja... Pro Jack, ne, dass es wir unserem Protagonisten so einfach wie möglich machen. Das war so mein Gedankengang. Und ein persönliches Gespräch halte ich für sinnvoll. In der Hinsicht. Ich meine, würden wir für die Gegenseite, dann hätte ich auch die erste Entscheidung schon anders treffen müssen. Also es spricht natürlich nicht für ihn, ne? Die Entscheidungen, aber für Jack. Ich würde jetzt, bevor der Film anfängt, eine kurze Pause machen wollen an der Stelle. Er hat versucht, es zu verhindern, dadurch ist es passiert. Mal schauen. Kurze Pause, ihr Lieben, und dann sehen wir, was in unserem Serienformat hier passieren wird. Ich habe Durst. Die Zeit löst sich auf. Irgendwie hat sich Monarch die ganze Zeit darauf vorbereitet. Es gibt da etwas. Sie nennen es Rettungsboot-Protokoll. Und das kann uns retten. Zumindest ein paar von uns. Sie repräsentieren Monarch schon seit vielen Jahren, Martin. Aber lassen Sie mich eins klarstellen. Es ist immer noch mein Schiff. Aber Sie denken nicht klar. Sie brauchen Ihre Medikamente. Bist du hin? Ich. Auf eine Party. Wir könnten ja zusammen hin. Was wollen Sie von mir? Jeden, der Monarch belasten kann. Fick dich. Nein! Wir haben endgültig den Kontakt zu Jack Joyce verloren. Sie müssen ihn finden. Richter, sofort! Liam, das ist nicht, wonach es aussieht. Nein! Nein! Er ist fort! Alle Sicherheitskräfte, Fokus auf Liam Burke. Er ist bewaffnet und gefährlich. Okay. Gute Nacht, Max. Mach's gut. Prisoner. Medikamente. Sie verlieren ihre Wirksamkeit. Die sind okay. Nein. Ich muss etwas Neues entwickeln. Du solltest heute Abend ausspannen. Du arbeitest doch so schon viel zu viel. Ich habe Tests zu den temporalen Anomalien durchgeführt. Ich glaube, es wird früher passieren, als wir... Ich habe gesehen, wie es passiert. Kannst du wenigstens in Erwägung ziehen, dass du etwas falsch interpretiert haben könntest?
Jack weiß, wo Williams Maschine ist. Ich werde mit ihm reden müssen. Martin kann meine Rede halten. Martin? Sophie. Ich danke dir. Du hast noch gar nichts getrunken. Ich bin einfach nicht in der Stimmung, etwas zu trinken. Oh. War der Tag? Ach, ja. Ja, meiner auch. Wie kommt's? Ich sitze auch nicht den ganzen Tag nur rum. Also ehrlich. Mhm. Wir hatten, also es gab ein paar interne Probleme. Interne Probleme? Mhm. Und jetzt lässt du mich einfach hängen? Oh ja, es sind interne. Charlie. Okay. Ich habe geholfen, einen Verräter zu fangen. Ein Verräter? Gab es deshalb diesen ganzen Aufruhr heute? Ja, das war ich. Wer war es? Ich meine... Wer war es? Du fragst, wer es war? Ja. Ich kann nicht hier... Was? Es ist mir nicht gestattet, darüber zu sprechen. Und du hast damit angefangen. Ein richtiges Monarch-Drama. Ja. Was? Ja, ich schätze, da muss ich dich leider wieder hängen lassen. Und zwar diesmal wirklich. Naja, ich hatte nur gedacht, du würdest es mir erzählen wollen. Nun, ich mach mich mal frisch. Also, lass ich dich hier hängen. Wirklich. Okay. Geh feiern. Ja. Trink okay. Ein bisschen. Okay, alles klar. Danke für die Waffe. Dr. Emerald? Martin? Ich brauche Ihre Hilfe. Auf Sie hört er. Paul. Ist das so? Ich glaube, wir haben Probleme, aber er versteht das nicht. Er weigert sich. Ich wüsste nicht, warum. Wir sind nicht immer einer Meinung, aber ich weiß, dass Ihnen Monarch wichtig ist und wie es mit uns weitergeht. Und wenn wir den Nullzustand erreichen, müssen wir etwas tun. Und was könnten wir tun? Sie wissen, was wir tun können. Wissen Sie, Sophia... Es geht gar nicht so sehr darum, ob Paul auf mich hören wird, sondern dass ich nicht auf sie höre. Ich finde ihre Vorgehensweise eher kontraproduktiv. Sie stecken Paul mit ihrer ständigen Panikmache an und lenken ihn mit hohlen Weltuntergangsszenarien ab, um ehrlich zu sein. Ich bereue den Tag, an dem er ihnen auch nur einen Funken Verantwortung übertragen hat. Denn, wie sie sagten, ist mir Monarch äußerst wichtig. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden, ich muss mich auf meine Rede vorbereiten. Was hat Sie nur derart verängstigt, Martin?
wirke ich verängstigt auf sie. Ja, Sir? Die Präsentation liegt in unserer Hand. Machen Sie was draus. Hey, du bist Crocker, oder? Hey, Crocker! Crocker! Ich muss echt dringend kacken. Scheiße, komm schon, Croc! Crocker! Crocker! Komm schon, Crocker! Oh mein Gott. Oh. Da vorne. Die Frau da mit der Halskette. Ich setze mein Geld auf sie. Mhm. Gute Wahl. Ja. Ich muss mich für unseren Ryan Gosling entscheiden, da drüben bei George Clooney. Checke Manschettenknöpfe. Redet über Aktien. Ja. Richard, wo zum Teufel bist du gewesen? Ich hatte meine Einladung nicht. Oh mein Gott, immer verlierst du alles. Ich habe überhaupt nichts verloren. Drama. Ja. Wow. Oh oh, da, sie holt's raus. Oh nein. Bäm, ich sag's doch. Nein. Warum verliere ich bloß immer? Du schuldest mir ein Schwert. Ich glaube, ich krieg einen Schreck. Ich kann nicht Nein, mehr. Regeln sind Regeln. Regeln sind Regeln. Wir machen das ja nicht zum Spaß. Du schuldest mir ein Schwert. Also gut. Okay. Okay, ich mach's. Wie ich Oliven hasse. Du schaffst das, Mann. Du Danke schaffst für die das. Wer sagt's denn? Danke. Ich wünschte nur, ich würde nicht immer verlieren. Lust auf einen Spaziergang? Ja. Okay. Alles klar. Ich nehme mein Schwert mit. Ich nehme eins auch mit. Crocker, 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 Crocker. Hör mal, hey, Kumpel, Crocker. Crocker, Croc. Burke! Crocker, hey, Kumpel. Hey, hey, Burke. Hey. Hör mal. Wenn ich da reinkommen muss, wirst du es bereuen. Hör mal, das ist alles nur ein beschissenes Missverständnis. Ich will dir doch nichts. Ich muss einfach nur furchtbar dringend scheißen. Plecky, ja, danke schön. Fuck, danke, Mann. Ich schulde dir was. Komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon. Oh Mann, danke. Klappe! Geh langsam rückwärts. Yep. Das war so klar. Fuck. Das macht dir nichts aus, dass wir gegangen sind, oder? Ich meine, ich war ja von Anfang an nicht besonders scharf drauf. Okay, warum warst du denn da? Ich glaube, jemand hat mich gezwungen. Ah ja. Was zum Teufel ist das? Sieht aus wie ein Dinosaurier mit Helm. Ja, das hatten wir doch gefunden. Wo sind wir hier eigentlich? Dürfen wir überhaupt hier sein? Ja, bestimmt. Okay, dann ist gut. Und was hättest du heute Abend gemacht, wenn du nicht hier wärst? Was, wenn ich nicht mit dir zur Party gegangen bin? Ja. Dann hätte ich all meine zahllosen anderen Pläne abgesagt. Oh. Und würde vermutlich arbeiten. Kann es sein, dass du ein bisschen zu viel arbeitest? Ja, Gute aber... <Antwort. lacht> Oh nein, ich meine, es
Es fühlt sich nicht wie Arbeit an. Keine Ahnung. Ich bin gern voll eingespannt. Ja. Gibt mir das Gefühl, gebraucht zu werden. Du arbeitest auch ziemlich viel. Eigentlich bist du auch fast immer da, wenn ich da bin. Also meinst du nicht, dass du auch zu viel arbeitest? Vielleicht. Ich weiß nicht. Naja, ich denke vielleicht schon. Ich arbeite gern. Kein Schritt weiter! Ach du Scheiße! Du kleiner Pisser! Hey, warte! Du hättest mich nur ins Standortlabor lassen müssen. Du hast dich gegen Monarch gewendet. Was sollte ich denn tun? Du hast nicht die geringste Ahnung, was hier los ist, oder? Ich muss in das Labor. Da drin ist was, was ich brauche. Das Rettungsbootprotokoll. Sie arbeiten mit Beth Wilder zusammen. Ich habe sie schon mal gesehen. Sie kennen sie? Ihretwegen bin ich hier. Ist die Waffe wirklich nötig? Ja. Na los, beeil dich. Geht's auch etwas freundlicher? Wir müssen hier hoch. Ich verstehe. Ich schätze, ihr schafft das nicht allein. Ich habe ein Talent für sowas. Schön, dass ihr es zu schätzen wisst. Nichts zu danken. Ist das das? Geschädigte Lebensform. Ja, davon das haben wir gelesen. Hab nur davon gehört. Lebensform? Es ist Dr. Kim. Ja. Also nicht ganz tot. Nur irgendwie anders. Die zweite Maschine. Wo ist sie? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Ich bin in die Vergangenheit gereist. Ich
Ich wollte Dinge ändern. Fehler wieder gut machen. Aber das Unvermeidbare lässt sich nicht ändern. Die Zeit ist einfach nur eine Endlosschleife. Egal, was ich tue, du und ich, wir beide enden immer nur hier. Und ganz egal, was ich tue, die Zeit endet. Ich glaube, du hast deinen Verstand verloren. Mein Verstand ist in Ordnung, das versichere ich dir. Mein Gedächtnis dagegen ist... ist überlastet, als hätte ich zu viel gesehen. Und alles verschmilzt miteinander. Abgesehen von ein paar Erinnerungsfetzen. Vor allem einem. Du und ich, wir waren etwa 11 oder 12. Und wir fanden diesen Landstreicher. Erinnerst du dich? Als ich in der Vergangenheit ankam, war das das Erste, was ich ändern wollte. Ich ging aufs Dach und wollte ihm gut zureden. Aber als er mich sah, erschreckte er sich und er fiel. Genau wie damals. Alles, was ich ändern will, führt trotzdem zum gleichen Ergebnis. Und wir sehen immer seine Leiche. Weil es so sein soll. Ich kehre der Menschheit nicht den Rücken. An diesem Punkt ist sie ein notwendiges Opfer. Ist es das, was Will war? Ein notwendiges Opfer? Will weigerte sich, an das Unvermeidliche zu glauben. Er wurde zu einem Hindernis. Ich habe nur eine Frage, Paul. Bei all dem, was du gesehen hast, höre ich auf, bevor du tot bist? Nein. Wenn du bereit bist zu kooperieren, werde ich hier sein. Wer war das? Er war mein Mentor. Erst am College und dann hier bei Monarch. Es ging mir nicht wirklich gut und er hat mir geholfen. Ich hab's irgendwie. Es sind Phantomdateien. Die Reste einer Massenlöschung. Jemand war hier. Wir haben einen Chronon-Feldregulator. Warte, Moment. Ach du Scheiße. Das ist Dr. Emeralds Bericht. Was ist los? Die Anomalien, sie treten immer häufiger auf. Was für Anomalien? Je häufiger diese Anomalien auftreten, desto deutlicher weist das auf einen Riss hin. Okay, und was für ein Riss? In der Zeit. Ein Nullzustand. Sie hält an und sie startet nicht wieder. Und das Rettungsbootprotokoll könnte uns retten. Ich weiß es nicht. Aber der Chronon-Feldregulator ist das Herz von Monarchs Zeittechnologie. Alles hängt von ihm ab. Und er hat auch mit dem Rettungsboot zu tun. Wir müssen hier raus. Moment. Schnell. Hier lang, Charlie, komm. Nein, nicht weiter. Sonst ergeht's dir wie eh. Fiona! Das Labor ist abgeschirmt. Bleib hier! Geschirm, wo willst du hin? Da waren Chronon-Schutzanzüge, die brauchen wir!
Scheiße! Zieh dir einen an. Nice, sehr spannend. Krasser Scheiß, was hier passiert. Eieiei, okay. Stimmt, wir haben die Halbzeit. Vielleicht ein bisschen weniger, weil der erste Akt ja. Die Sicherheitsvorkehrungen bei der Gala waren hoch. Sie sind ein ziemliches Risiko eingegangen, dort aufzutauchen. Wenn wir Dr. Emeril entführen wollten, mussten wir es von innen tun. Beth Wilder. Sie haben ihr schnell vertraut. Wir hatten gemeinsame Interessen. War das alles? Ja, das war alles. Hallo, ich hätte nicht gedacht, dass du dich so in Schale werfen würdest. Vielleicht hältst du lieber die Klappe. Wir versuchen, etwas Ruhe zu haben, bevor es losgeht. Okay. Befreist du mich aus diesem Stuhl? Hör auf zu zappeln. Du wirst das hier brauchen. Vielen Dank. Klar. Jetzt habe ich wieder die normale Waffe. Wie sieht's aus da draußen? Sie glauben sich in Sicherheit. Alle konzentrieren sich auf die Party. Dein wahnsinniger Plan scheint zu funktionieren. Und Dr. Emeril? Ich habe sie noch nicht gesehen. Aber sie wird entweder bei der Party oder in ihrem Büro im F&E-Labor hier auf der Insel sein. Ich misch mich bei der Party unter die Leute. Okay. Du süffelst also Champagner, während ich in eine Hochsicherheitsanlage einbreche? Du hast wohl an alles gedacht. Ich heb den Cocktailwürstchen auf. Oh, na dann. Okay. So, dann können wir mal kurz hier mich wieder einschalten. Denn wir haben noch etwas Zeit. Okay. So. Luisa wieder. Die richtige Frequenz zum Speichern. Aber ich habe keine CD-Hülle von dem Spiel, verdammt. So. Der Plan hat ja mal irgendwie geklappt, ne? Aber anderswo eskaliert es. Das sah richtig krass aus, der Dr. Kim. Das war ja von Anfang an klar, dass der nicht eines natürlichen Todes gestorben ist. Wir haben es ja davor in diesem dieser Mail gelesen, dass der in so einem komischen Zustand ist. Aber das sah schon ziemlich krass aus.
Ich kann meine Tarnung nicht die ganze Nacht aufrechterhalten, aber ein wenig Zeit haben wir noch. Du kannst also nicht mit mir zur Vordertür raus. Das ist sowieso der schnellste Weg zum F&E-Labor. Ich habe das Sicherheitssystem des Hintereingangs deaktiviert, aber es wird Wachen geben. Mhm. Meld dich, wenn alles in Ordnung ist. Jo, mach ich. Und Jack? Du weißt, worum es hier geht. Es geht nicht um Rache. Ich bin nicht wegen Paul hier. Spüre keine Rache. Ja, Paul war, das war ja auch interessant, ne? Also was er uns erzählt hat. Das persönliche Gespräch. Viel Glück. Danke. Legen wir los. Jetzt geht's wieder rund. Meine Skills sind noch nicht da. Apropos Skills. Wo war das hier? Achso, hell. Serene, Jack, Bethwell. Upgrades. Wie viel habe ich? 7. Da geht doch mal wieder was, Leute. Was wollen wir denn verbessern? Denn die Action geht jetzt bestimmt wieder los. Wir hatten heute noch gar keine Action, ne? Ich finde das sehr gut abgemischt von dem Spiel. Also das ist noch besser als bei anderen Vertretern dieser Spielart. Also es gibt zwar schöne Ballerei, aber sie hält sich gut in Grenzen. Man hat auch viel Storytime und viel Lesetime halt auch. Aber das macht halt die Story auch aus. So, wir könnten flashen. Was ist flashen? Ist das etwas, was ich noch nicht beigebracht bekam? Geht nach dem Einsatz von flashen durch das Ziel mit. Was waren flashen? Das ist doch neu, oder? Wird direkt nach Einsatz von Flächen entziehen mit ausgelöst. Gegner zu Boden werfen. Durchdrücken von B, wenn beim Flächen Gegner unmittelbar näher sind. Lädt sich schneller auf die Zeitexplosion. Das wäre schon geil. Oder mein Zeitschild dauert länger an, hat einen größeren Radius. Wäre auch nice. Wuschen mache ich nicht so oft. Höhere Stärke beim Zeitstopper. Zeitblick. Beim Einsatz von Wuschen und Flächen wird kurzzeitig gegnerische Position angezeigt. Ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Gegnerische Positionen werden länger angezeigt. Funktionsreichweite des Zeitblicks wird erhöht. So, machen wir erstmal hier was fertig. Komm, mach mal die Explosion, oder? Die Explosion ist echt nice. Und danach das Zeitschild und dann können wir uns mal andere Dinge angucken. Ja. Hey, entkommt! Jetzt wird mir Flächen beigebracht, okay. Halte LB gedrückt, um Flächen einzusetzen. Gedrückt halten, okay. Das ist sowas ähnliches wie Wusch. Gegner zu Boden werfen. Drücke beim Flächen B, um einen Gegner im Nahkampf zu Boden zu werfen. Also Wusch mit Angriff. Das ist nice. Verdammt, das wird morgen ganz schön wehtun. Okay, Flächen gefällt mir. Meine Kräfte wuchsen und ich lernte sie besser zu kontrollieren. Ein großartiges Gefühl. Oh ja. Yeah. Hey, ich hab ja noch die Ich hab ja noch alles. Ich dachte, die hätten mir wieder alles abgenommen. Die sind aber auch selten dämlich, oder? Wer hat diese Türen gebaut? Ja, gut, das wissen wir. Hilft wohl nur mehr Tempo, um da durchzukommen. Das wissen wir ja, was das bedeutet, ne? Oder ich muss durchflaschen, flashen, rushen. Die wollen, dass ich flashe an der Stelle. Aber wieso meist nicht auf die alte Art?
Okay, weil es noch schneller gehen muss wahrscheinlich. Okay, das ist ja eigentlich auch cooler. Das macht mehr Spaß. Das Flashen ist cool. Bei dem Wuschen habe ich nicht so die Kontrolle, wo er hinwuscht. Aber hier schon. Hey Beth, ich bin soweit. Was jetzt? Du wirst gleich einen Radarturm sehen. Sag Bescheid, wenn du drin bist. In Ordnung. Ich glaube, dann werde ich das Flasheln auch leveln. Sehr Science-Fiction-mäßig und sehr Monarch. Aber es scheint, dass es nicht von ihnen in Auftrag gegeben wurde. Okay. Wenn ich da runterspringe, kommen Gegner. Was wollen wir wetten? Duck dich doch! Oh shit! Das war nicht der Plan. Muss halt toten Winkel nutzen. Da ist wieder ein Skill in der Nähe. Hinter der Mauer. Gott sei Dank. Oh shit! Ja, ist ja gut. Du hättest mich ruhig warnen können, Beth. Kann ich ihn ausmachen? Okay, wie komme ich zum Radarturm? Ist der jetzt aus? Ja, ne? Okay. Skill! Die Mauer muss weg. Nun, was haben wir denn hier? Upgrades. Wie viel kostet der nächste Flashpoint? Hier falsch. Zeitfokussierung wird direkt nach 1 Multi-Takedown. Gegner zu Boden werfen. Drück vom B, flächen Gegner in unmittelbar. Ne, kostet weniger Kronen Energie, okay. 2 Punkte. Ja. Gönnen wir uns doch gleich. So, Flash schon verbessert. Ich dachte, hinter der Mauer wäre noch. Ah ja, doch. Da ist es. Okay, ich sehe schon, was ich tun muss. Mhm. Ah, habe ich richtig gehört, hier ist Feuerwerk. Die Party ist im vollen Gange. Ich muss irgendwie rüberkommen. Ja, du machst jetzt da deinen Rückspulen. Nein, rückspulen. Rückspulen, hör auf mit dem Mist. Warum kannst du nicht... Es muss einen Weg rüber geben. Kannst du das nicht von da oben? Hoch mit dir. Vielleicht lieber rüber. Nein! Oh mein Gott. Okay, alles gut, alles gut. Die Aktion in den Trockendocks war ein Desaster. Das wird Wochen dauern, das aufzuräumen. Es sollte alles still und heimlich unter den Teppich gekehrt werden. Aber jetzt müssen wir einen Haufen neuer Leichen verschwinden lassen. Wenigstens haben wir es jetzt unter Kontrolle. Und dann kam ich. Die will ich wegflashen. Zumindest einen. Shit, hat er mich gesehen? Ich flashe. Was?
Das ist das Geilste. Das mache ich jetzt nur noch. Erst gucken wir, wo er ist. Und dann flash ich ihn weg. Das ist mein Lieblingsskill. Das waren alle. Die Zeit fühlte sich hier zerrissen an. Da oben ist ein Skill. Glaube ich. Ja? Nee. Die Kanone schien von der Zeit losgelöst. Komme ich da irgendwie hoch? Nee, ne? Der Zeitstrang der alten Kanone fühlte sich lose an. Ich konnte sie verändern. Gutes Ziel für eine Kanone, Jungs. Jetzt bin ich oben. Ah ja. Bin ja mal gespannt. So, aber erst... Hier, wo das ist. Da ist okay, er doch, da nächstes ist er. Mal schneller. 2 von 8. So halten die Fäuste das aus. Egal. Okay, was machen wir mit der Kanone? Ballern. Ach, jetzt muss ich wieder runter. Was ist dein Plan? Ach so, du willst... Ich habe nachgedacht. Die Berechnungen von Monarch geben an, dass die Anomalien häufiger auftreten werden. Wenn eine auftritt, während wir uns Dr. Emerald schnappen... Wirst du in der Zeit eingefroren? Ja, ich weiß, das ist ein Risiko. Monarch-Spezialsoldaten haben Anomalie-Schutzanzüge. Ich wette, Dr. Emerald hat auch einen in ihrem... Kann ich nochmal zurück? Ich schaue mich um, vielleicht kann ich einen für dich finden. In der Zelle besucht. Ja, ich habe gehört, dass ihn das persönlich interessiert hat. Jemand hat gesagt, das ist, weil beide Kräfte haben. Ich denke, so muss man das wohl nennen. Ich habe auch gehört, dass es um etwas Persönliches ging. Was treibt dieser Serene eigentlich? Ich dachte, Hatch wäre der oberste Chef. Einerseits schon, andererseits nicht. Hatch ist das offizielle Gesicht. Serene ist der eigentliche Boss, aber er bleibt gerne im Hintergrund. Das ist ziemlich seltsam. Willkommen bei Monarch, Kollege. Na, ein toller Arbeitsplatz, wenn du mit seltsam klarkommst. Wieder der vermeintliche Versuch, mal unentdeckt zu bleiben. Mal gucken, wie viele Sekunden es dauert. Erreiche den Radarturm. Schalte die feindlichen Einheiten aus. Ich muss hier ausschalten. Gegner! Achtung, ein Eindringling! Du hast mich nicht gesehen. Scheiße. Du lügst. Liebes. Bringt halt nicht so viel, wenn es mehrere sind, aber egal. Hey, bleib doch bei der Waffe. Hört mal auf mich da mit diesen Laserdingern hier, hallo. Hört mal auf. Das ist unhöflich. Kommt. Dann kommen die Scharfschützen, ja. Die verderben doch auch alles, was Spaß macht. Hey! Okay. Aua! Thank you.
Ja, kommt. Kommt alle zu mir. Wundert mich, dass sie noch keine Granaten geschmissen haben, so viel wie ich campe. Ah. Das war noch nicht der letzte. Oh! Ups. So, ich habe schon hier Jack, wieder. Ich habe das Sicherheitssystem deaktiviert und das Tor entriegelt, das zum Turm führt. Sag Bescheid, wenn du dort ankommst. Danke, Beth. Ich komme da nicht hoch. Verdammt. Oh nein, ich glaube den. Ich wollte noch. Kann ich bitte nochmal zurück, bitte? Ich muss zum Radarturm. Ich habe einen Skillpunkt wahrscheinlich. Ich habe, bevor ich da rein wollte, habe ich gesehen, da geht noch ein Weg da unten. Da liegt jetzt ein Skillpunkt. Ich komme nicht mehr rein. Ach, Mann. Okay. Nächster Halt, Radarturm. Okay. Dieselben Granaten-Skills wie ich. Die Fässer nutzen, ja, das wäre natürlich auch sinnvoll, das stimmt. Dreh die Zeit zurück, ja. Naja, es muss halt liegen bleiben. Was war das? Schon wieder so ein Ding? Auf mich schießen will. Super, noch einer. Weiß ja nicht wo. Jetzt gleich spüren, ha? Huh? Ah, da ist er. Okay. Aus die Maus. Soll ich da hin? Okay, dann gucken wir uns erstmal um, ne? Nicht, dass ich noch mehr Skillpointe verpasse. Was ist das für eine Waffe? Wir wissen es nicht. Zeig mir doch, was das für eine Waffe hier ist. Ich krieg sie nicht. Mensch, ich verpasse die ganze Party, ne? Aber was soll's, ich bin ja eh nicht so der Partygänger. Okay. Museumsstück nicht zu mitnehmen. Verdammt. Niemand hier? Beth? Ich bin beim Radarturm. Wo ist das Labor? Unter dir. Alles streng geheim. Der Lift im Inneren bringt dich runter. Ernsthaft? Was ist das hier? Das Geheimversteck eines Bond-Bösewichts? Du hast ja keine Ahnung. Fall bloß nicht in das Haifischbecken. Ich bin gespannt. Was ist? War das eben? Scheiße. Ich bin gespannt, wie er, falls er da hinkommt, drauf reagiert, wenn er bei Kim ist, bei diesem Typen. Es könnte natürlich auch sein, dass das voll der abgedrehte Bosskampf wird, wenn der freikommt. Wer weiß. Oh, gleich zwei. Warte, hier könnte er. Warum, wo muss ich hin?
Mein Ziel ist hier. Okay, dann passiert nichts, wenn ich da lang gehe, ja? Na bitte. Ja, Mann. So, das ist meine Fluchtmöglichkeit. Oh, ich will dich besteigen. Schade. Oh, es geht. Oder auch nicht. Ich will dort ruf. Und spring. Ach, schade. Es geht nicht, ich hab's versucht. So, das andere. Hey, da waren doch zwei. Hallo. Da. Hey, komm, dann gucken wir uns erstmal das hier an. Guten Abend, Leute. Hier ist eins von 17. Oh, das wird groß. 17. Eine apokalyptische Party. Endzeitparty. Sonst verbuggst du dich, du hast recht. Glückszahl habe ich nicht, aber meine Lieblingszahl ist 117. 117. Na bitte. So. Huch. Okay. Den Bonushammer. Was nun? 2 von 17? Hä? Nur weil ich die Tür geöffnet habe? Ich hab doch noch gar nichts. Sie haben jemand anderes erwartet. Leider ist Mr. Serene mit seinen vielen Pflichten beschäftigt, die notwendig sind, damit wir weiterhin die Kontrolle behalten. Ach so, deswegen. Und darum geht es heute Nacht. Die Zukunft. Wir wussten alle, dass dieser Tag kommen würde, auch wenn Sie nicht wissen, was das bedeutet. Wir betreten eine neue Phase unserer Operation. Mit neuen Risiken und Herausforderungen. Und einem neuen Herzstück. Dem Kronon-Feldregulator. Oder CFR. Es ist bekannt, dass dieses Gerät seit 2010 der Mittelpunkt unserer Forschung ist. Aber was nur wenige wissen ist, dass dieses Gerät im Zentrum von Monarchs Plan steht, um die Gefahren der Zukunft zu meistern. Dieses Gerät. Alle runter! Herrje, was zum Teufel soll das? Die Party ist richtig im Gange, hä? Wo war er? Tja. Das war's mit der großen Rede.
Da muss ich hin, oder? Haben wir alles. Benutze den Lift. Hier draußen habe ich... Ja, da war ich. Da bin ich hergekommen. Okay. Wir sind bei dem Helipad. Okay. Willst du denn hin? Such dir mal was Schönes aus. Hey, Beth. Ich gehe runter in die Labore. Okay. Auf der Party gibt es ein kleines Durcheinander. Schläft nicht. Serenes rechte Hand ist auf dem Podium. Es hätte aber Serene sein sollen. Ja, Paul war wohl zu sehr damit beschäftigt, mir sein Herz auszuschütten. Fahrstuhlmucke. Oh, ich merk's. Ich merk's. Leute. Leute. Mach mir am besten ein Schutzschild. Unfassbar. Darf ich raus? Schon. Jetzt kommen gleich wieder die Humble-Männer in ihren Anzügen. Erstmal wieder entwaffnen. Oder soll ich sie alle töten? Bevor sie mich töten. Das ist alles Notwehr. Dr. Emeralds Büro. Anscheinend ist es eine Ebene höher. Na toll. Da stimmt doch was nicht. Ich brauch Stase. Setze Zeitstopper ein oder Zeitschild. Zeitschild? Nee, wir machen das mit. Ihr seid alle tot, ihr wisst es nur noch nicht. Was zur Hölle ist das? Wait. Mal gucken, ob hier nichts war. Hab ich den schon getötet? Um sicher zu gehen. Los! Das passiert immer häufiger. Ey, ihr lebt ja noch. Das hat gar nichts gebracht. Das ist ja frech. Das hat gar nichts gebracht. Und ich hab nicht genug drauf geballert. Ach, egal, komm. Ich lass ihn in Ruhe. Eine vorbeugende Notwehr gibt es nicht. Ach, was ist schon vorbeugend? Bei solchen Zeitumständen. Das war eine Art Überwachungsdrohne. Die Tatsache, dass Monarch auch Augen im Himmel hatte, beunruhigte mich ein bisschen. Nice.
Jo, denkt an die Wunschmusik, genau. Wir sind bald am Ende angelangt. Nächste Woche haben wir meines Wissens nach nochmal eine komplette Quantum Break Woche. Nee, Quatsch. Bis auf einmal Final Fantasy 2. Genau. Aber ansonsten Quantum Break und Late Night. Und am Wochenende, nächste Woche, gibt es wieder Trine. Was ist das? Es ist, als ob ich ausgesaugt werde. Okay, das klingt unangenehm, eventuell unter diesen Umständen zumindest. Kronon-Dämpfer bewirken, dass du deine Zeitkräfte nicht einsetzen kannst. Deaktiviere sie oder verlass ihren Wirkungsbereich, damit du deine Kräfte wieder erlangst. Kronon-Dämpfer, okay. Interessant. Ja, ich kann nichts einsetzen, aber was ist der Dämpfer? Das hier. Okay, der ist wenigstens nicht zu übersehen. Das ist besser. Wozu brauchen Sie so ein Ding überhaupt? Ja, um dich... Das Ding saugte meine Kräfte aus. ...lahm zu legen. Wir nennen es den Kronon-Dämpfer. Okay. Na gut, jetzt habe ich wieder meine Kräfte. Wäre ja fies hier, wenn das gleichberechtigt wäre hier und ich keine Kräfte mehr habe. Ja, es kann übrigens sein, das weiß ich erst morgen, dass ich, dass Montag mein Kinotag ist. Das kommt ganz aufs Programm an, das wird halt immer donnerstags aktualisiert. Dementsprechend könnte es sein, dass der Montagstream wieder auf Freitag verlegt wird. Nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Ich werde es euch aber definitiv morgen dann nochmal genau sagen. Von Paul an, das Rettungsprotokoll, da bin ich mal gespannt. Sehr geehrtes... Warte mal, ist das die erste Nachricht? Oder... Ach Gott, Paul, halt dich doch mal kurz, Mann! Wollt noch was anderes machen wie lesen. Sehr geehrtes Personal des Rettungsbootes. Der Tag, an dem wir mit Phase 3 unseres Plans beginnen, ist endlich gekommen. Heute Nacht wird es eine Gala geben, um diesen monumentale Ereignis zu feiern. Sie alle sind eingeladen. Mittlerweile haben Sie wahrscheinlich schon von dem Ereignis gehört, das heute an der Riverport Universität stattgefunden hat. Dieser kleine Rückschlag hat jedoch keine Auswirkung auf unser Weg in die Zukunft. Wir sind auf das vorbereitet, was als nächstes kommt. Ihr Teil dieser Reise hat noch nicht angefangen, aber der Beginn des Risses wird neue Herausforderungen mit sich bringen, die es wert sind, noch einmal genannt zu werden. Ich werde auf den heutigen Gala viele dieser Punkte nicht im Detail ansprechen können, da viele Gäste nichts vom Rettungsbootprotokoll wissen. Daher füge ich ein hochgeheimes Dokument bei, das bei allen wichtigen Eckpunkten beinhaltet. Erstens, der Weg nach vorne, unsere weitere Reise. Zweitens, Rettungsbootprotokoll, Status der Überlebensprogramm. Drittens, Shifter, die Gefahren, die uns am Ende der Zeit erwarten. Viertens, Future, unsere Zukunft bei der Arbeit. Also, der Weg nach vorne. Am Anfang, als sie für die Rettungsprotokoll ausgewählt wurden, wurde ihnen ein Paket zugesagt, in dem sie sehr detailliert mehrere Ereignisse gezeigt werden, die eintreten würden. Auch wurde betont, dass diese Ereignisse unausweichlich sind. Viele von ihnen waren skeptisch, aber jedes einzelne Ereignis ist eingetreten, einschließlich, und zu unserem großen Bedauern, der Beginn des Risses. Und das ist der empirische Beweis dafür, dass ich die Zukunft kenne und verstehe, und ich bin mir sicher, dass dies all ihre Zweifel beseitigt hat. Kein zukünftiges Ereignis, das ich erlebt habe, kann jemals verhindert werden. Dazu gehört das Ende der Zeit. Es kann nicht vermieden werden. Jedoch kann es überlebt werden. Das Überleben des Endes der Zeit war das primäre Ziel von Monarch Solutions seit seiner Gründung, und ihre Loyalität zu diesem Ziel wird sich als unschätzbar wertvoll erweisen, während wir unsere nächsten Schritte machen. Ich weiß, es ist nicht einfach, aber wir stehen vor unveränderlichen Fakten. Und Opfer müssen für unser Überleben erbracht werden. Ab diesem Zeitpunkt werden wir diese Opfer in schneller Abfolge erbringen müssen. Obwohl wir das exakte Datum und die exakte Zeit kennen, wenn das Ende der Zeit eintritt, wissen wir weit weniger darüber, wie sich die Anomalien und Unregelmäßigkeiten in der Zeit steigern, die dazu führen.
Was wir jedoch wissen, ist, dass es gefährlich werden wird. In den ersten 17 Jahren betreten wir einen relativ unbekannten Zeitraum. Wir werden währenddessen Anpassungen vornehmen müssen, sowohl wie wir auf die Wirkung des Risses als auch auf weniger kosmische Ereignisse reagieren, in denen wir uns wiederfinden werden. Wir bitten Sie in dieser schwierigen Zeit um Ihre Geduld. Rettungsbootprotokoll. Sie sind die auserwählten wenigen, die das Ende der Zeit überleben werden. Wenn die Zeit anhält, wird Ihre Reise in sicheren Rettungsboot weitergehen. Die Kronon-Gewinnungsoperation steht kurz vor ihrem Abschluss. Es wurde bestätigt, dass das Rettungsboot mit ausschließlich Kronon-Energie betrieben werden kann, die durch den Kronon-Feldregulator reguliert wird. Aktuelle Daten zeigen, dass das Rettungsboot für etwa 50 Jahre dauerhaft in Betrieb sein kann. Und das sind natürlich subjektive Jahre, da außerhalb der Rettungsboote keine Zeit verstreichen wird. Vor unsere vorläufige Forschung ausgehend ist, die wir unter Verwendung des CFR angestellt haben, schätzen wir, bis das Rettungsboot-Team eine dauerhafte Lösung für das Ende der Zeit finden wird. Angesichts der Natur des Problems ist dies natürlich alles Spekulation. Die Lösung könnte länger auf sich warten lassen, als wir hoffen. Jedoch sind wir davon überzeugt, dass ab dem Zeitpunkt, an dem das Rettungsboot-Protokoll aktiviert wird, wir unsere Kronon-Partikel-Reserve und ihre Haltbarkeit erhöhen können, bis zu einem Punkt, an dem wir eine Laufzeit von über 200 subjektiven Jahren erreichen. Oder anders ausgedrückt, wenn es eine Lösung für das Ende der Zeit gibt, bin ich mir 100% sicher, dass das Rettungsboot-Team genügend Zeit hat, sie zu finden. Der Shifter. Wir haben Sie alle bereits über die Gefahren, über die Wesen der zerrissenen Kronon-Wellenfunktion oder Shifter, wie sie auch genannt wurden, aufgeklärt. Wir gehen davon aus, dass sie erst in den Anomalien auftauchen, wenn das Ende der Zeit näher rückt. Das Rettungsboot wurde Tests unterzogen und wir können mit absoluter Sicherheit sagen, dass die anomaliesichere Technologie das Rettungsboot vor den Shiftern beschützen wird. Unter Verwendung eines lebenden Exemplars in Dr. Kims Labor konnten wir nachweisen, dass Shifter sich ohne das Vorhandensein einer Anomalie nicht manifestieren können. Wir werden dafür sorgen, dass sie in die Sicherheit des Rettungsboots gebracht werden, bevor sie auftauchen. Deck 3 des Rettungsboots wurde als Unterkunft für das Striker- und Juggernaut-Squads von Monarch Solutions gebaut. Dies sind paramilitärische Einheiten, die für den Kampf gegen Shifter am Ende der Zeit ausgebildet sind. Für den Fall, dass jedoch aus irgendeinem Grund das Reisen außerhalb des Rettungsboots notwendig werden sollte, wurden die Striker-Teams und auch das Navigieren am Ende der Zeit und für das erfolgreiche Ausschalten von Shiftern ausgebildet. Viertens, die Fui-Tour. Heute Nacht wurden ihre VIP-Pässe für die Gala senden, die ihnen einen Zutritt zu unserer Hochsicherheits-Fu-Anlage auf Gull Island ermöglichen. Von den technischen und wissenschaftlichen Wissen ausgehend sind viele von Ihnen natürlich schon ausgiebig mit diesen Arealen vertraut, aber jene von Ihnen, die es noch nicht sind, werden diese Erfahrung zweifellos interessant finden. Wir laden Sie auf eine Tour ein, in der Sie verschiedene Teile der Technologie sehen werden, die Monarch während Phase 2 gebaut hat, um unsere weitere Reise vorzubereiten. Sie sind herzlich eingeladen, diese Gelegenheit zu ergreifen und sich jede Entwicklung selbst anzusehen, die notwendig ist, damit das Rettungsbootprotokoll im Zeitplan fertiggestellt wird. Ihr Einsatz für unser Ziel wird unser Überleben sichern. Dunkle Zeiten kommen auf uns zu, aber Sie sind das Licht am Ende des Tunnels. Sie sind die Erlösung und die Hoffnung der Menschheit. Zusammen werden wir überleben. Paul Serene. Okay. Forschung und Entwicklung heißt diese Abkürzung. Alles klar. Okay, soweit so gut. 4 von 17. Es gibt noch viel mehr zu lesen. Yay! Innerhalb dieses Kapitels. So. Aber hier sind wir erstmal durch. Was haben wir denn hier noch? Shifter-Präsentation. Schlüsseleigenschaften. Es wird angenommen, dass sie in einem Stadium der Quantenüberlagerung existieren, umgeben von einem äußerst gefährlichen Störungsfeld. Äußerst widerstandsfähig gegen Verletzungen. Konventionelle Waffen sind nutzlos. Och, das wird so ein Bosskampf. Das ist doch eindeutig. Bevölkern das Ende der Zeit.
können nur im Nullzustand existieren, Anomalien, erscheinen wahrscheinlich, sobald der Riss fortschreitet. Daraus ergibt sich, Shifter können in keine Bereiche mit Anomalieschutz eindringen. Vorgehensweise auf Abstand bleiben, falls nicht aggressiv, nicht provozieren. Konfrontation vermeiden, Zuflucht in einem Bereich mit Anomalieschutz suchen. Anomalieschutz unter allen Umständen aufrechterhalten. Falls Kampfhandlungen nicht zu vermeiden sind, zahlenmäßige Überlegenheit mit Kronenwaffen herstellen. Keine Heldentaten. Okay. Ich werde es berücksichtigen, wenn es soweit ist. So, wo muss ich überhaupt hin? Da ist irgendwo ein Skill. Moment. Da müssen wir nochmal rein. Zwei Skills. Jetzt geht's aber los hier. Einer, da ist er. Muss hier raus. Ich muss sofort hier raus. Shit. Muss da rein. Anderen Seite. Das könnt ihr mir nicht antun. Komme ich da hin? Na gut, vielleicht immer noch von der anderen Seite. Okay, und wo war dieser zweite, den ich gesehen habe? Sehe ich gerade nur den? Ja. Ach, da ist noch was zu tun. Sicher, dass das nicht zu uns zurückverfolgt werden kann? Unmöglich. Ich habe die Steuerung so angepasst, dass die Drohne auf ihren Befehl hin in die Villa stürzt. Gut. Sehr gut. Ich werde sicherstellen, dass Sophia in Position ist, wenn es soweit ist. Warten Sie auf mein Signal. Da ist einer. Aber an den komme ich. Wie man einfach an den vorbeirennt, weil man denkt, das sind Lampen oder so, ne? War ich da schon? Kam ich her, ne? Okay, ich muss zu Dr. Emeralds Büro. Als Paul mich in der Zelle besucht hat, sagte er, die Zeit sei ein geschlossener Kreis. Glaubte, dass der Riss nicht repariert werden könne. Beim Anblick der Größe dieses Labors begann ich mir Fragen zu stellen. Wenn die Zeit enden würde, warum dann das alles? Moin! Oh shit. Ich brauche den Skill, dass ich mehrere auf die Art erwischen kann. So, ich muss da lang für den Skill. Ich habe dich nicht vergessen, mein Skill. Komm zu mir. Hey. Na bitte. Hey. Oh, toll. Die sind ja noch einfacher wie die anderen Typis. Mit den weißen Anzügen. Bleib doch bei der Waffe und lad nach. Solange die so einfach sind.
Das Diagramm zeigte, dass die größten technischen Erfindungen von Monarch ab 2010 begannen. Zur gleichen Zeit begann auch etwas anderes. Ground Zero. 99, Phase 1 der Monarch-Operation, 2000 Gründung. 2006, die FUE-Anlage auf Gull Island wird in Auftrag gegeben. Bleib doch da drin! 2008, Abschluss des Baus der Anlage auf Gull Island. 2010, Phase 2 von Monarch-Operation, Ground Zero Ereignis, Erhalt von CFR. 2011, Einleitung der Kronon-Partikel-Gewinnungsoperation, Ground Zero, Abschluss der CFR-Forschung, künstliches Kronon-Partikelfeld, Anomalieschutz, Baubeginn des Rettungsbootes. 2012, Prototyp des persönlichen Kronon-Feld, stabiles künstliches Feld mit Nullzustand, Prototyp für Anzug mit Kronon-Technologie. 2013, Prototyp Striker-Anzug, Bauerabschluss des Rettungsbootes. 2014, Mark I-Anzug mit Kronon-Technologie, Mark I Striker-Anzug, Prototyp Juggernaut-Anzug. 2015, Prototyp Kronon-Dämpfer, Einbau des CFR in das Kontrollsystem Rettungsbootes, Bau des Korridors Zeitmaschine Monarch Hauptquartier. 2016, standardisierter Mark II Striker Anzug, standardisierter Mark I Juggernaut, standardisierter Mark I Kronon Dämpfer Zeitmaschine im Monarch Hauptquartier. Ach, bereit für Einbau des Kerns. Vorbereitung für Phase 3 des Monarchs. Operation abgeschlossen. Oh, sorry, das wollte ich nicht. So. Guck. Nee, das tue ich nicht. Die sind unschuldig. Was ist denn da alles? Ich will doch nur auf Toilette. Ich darf aber nicht. Okay, kein Skill hier, bevor ich weitergehe. Okay. Ich muss wohl einen anderen. Ja. Das müssen wir. Ist das ein neuer Anzug? Oh Gott. Oh Gott, der wird ja gerade zur rechten Zeit fertig. Was zum Teufel ist dieses Ding? Hab ich ein Glück. Ich will dich! Nein. Was denn? Duck dich und alles wird gut. Oh shit! Oh Gott. Ich muss mal bestimmt von hinten angreifen. Ja. Das ist seine Schwachstelle. Geh mal in Deckung! So, warte mal, jetzt holen wir mal die Shoddy. Oh Gott, ey, der lässt mir keine Zeit, ne? Ich weiß genau, was wir tun, Leute. Okay, alles aufgeladen. Gut. Wir rennen jetzt hin. Und von hinten mit der Shoddy. Oh, scheiße. Ja, das war geil. Okay. Hab dich. Das ist die Schwachstelle. Das war klar. Das hat man sofort gesehen, dass es die Schwachstelle ist. Rennt ja schon. Und weg!
Mach mal Schutzschild oder so. Hab ich ihn? Fuck, das war wirklich brutal. Der lebt noch. Okay. Das ist interessant. Wo geht's zu Emeralds Büro? Das war cool. Also für die hebe ich mir immer die Schotti auf, dann sind die kein Problem. So, warte mal, hier hat's vibriert. Hab ich die Muni voll? Wahrscheinlich. Doch keine Skill Points hier. Na gut. Oh, hallo. Was hätte ich denn da machen können? Ja, vielleicht muss ich das auch machen. Nehme ich mal mit. Vielleicht kann ich dort raus. Er hat ein gutes Gleichgewichtsgefühl anscheinend. Soll ich da hinspringen? Schaffe ich nicht, oder? Hätte früher abspringen sollen, glaube ich. Oh doch, er ist so gut. Der ist so gut. Da tut sich nichts. Keine Ahnung, wo ich hin soll. Ich mach einfach. Ist wahrscheinlich nicht der übliche Weg für Angestellte. Na, ich glaube nicht. So, hallo. Da unten wird sich zu Tode gemetzelt und die machen einfach ihre Arbeit weiter. Und da machen sie Smalltalk, ist ja alles gut, ne? Während da unten. Dr. Emeralds Büro muss in der Nähe sein. Wait. Da muss ich hin. Okay. Kein Alarm. Offensichtlich hat keiner was bemerkt, als ich hineingegangen bin. Gut gemacht, Beth. Jener Teil des Personals, das nicht für das Scharmützel bezahlt wird. Oh, ja, wahrscheinlich, ne? Dafür werde ich nicht bezahlt, also lass mal's. Oh, ich bin gerade ein bisschen dankbar, dass die Dinger nicht lesbar sind. So. Aber dafür habe ich hier bestimmt gleich neuen Lesestoff, ha? Nein, pass auf. Das ist ganz einfach. Geil. Von Martin an Clarice. Okay, das geht ja noch. Paul Serene beschäftigt sich nur noch mit dem Erscheinen von Jack Joyce. Er hat seine Verpflichtungen auf der Gala heute Nacht beiseite gelegt, um einen kläglichen Versuch zu unternehmen, Jack Joyce von unserer Sache zu überzeugen. Diese Ablenkung bietet uns die perfekte Möglichkeit, unseren Plan voranzutreiben. Heute Nacht werden die Monarch ins Chaos stürzen. Heute Nacht werden wir für Paul Serenes Untergang sorgen. Es ist mir gelungen, Paul zu überzeugen, für ihn die Rede auf die Gala zu halten. Dies schafft die perfekte Tarnung. Die Schritte sind wie folgt. Schießerei auf der Gala. Ich werde sehr bald Pauls Rede auf der Gala halten.
Ich habe dafür gesorgt, dass einer unserer Männer mitten in der Rede von einem günstigen Punkt aus Schüsse in meine Richtung abgibt, die mich auf der Bühne nur knapp verfehlen werden. Dadurch wird ein Tumult auf der Gala ausbrechen und Monarch so weit destabilisieren, dass Pauls Autorität und seine Kontrolle über die Situation angezweifelt wird. Noch unmittelbarer wird es Monarch dazu zwingen, Sicherheitsmaßnahmen einzuleiten. Das ist also alles von diesem Hatch geplant, von Anfang an. Naja, die dazu führen, dass Sophia Amarell zu ihrer eigenen Sicherheit in der nahelegenen Monarch-Villa eingesperrt wird. Okay, ein Grund mehr, dass Sophia für uns, also unsere Absichten unterstützt. Drohnensabotage. Stetson wird die Drohne A7-Flugroute rekalibrieren und sie zum Absturz in die Villa bringen, wodurch Sophia Amarell ums Leben kommen wird und Paul Serene seine einzige Möglichkeit für die Entwicklung einer Behandlung seiner Krankheit verliert. Zerstörung des Behandlungslabors. Nach Amarells Tod werde ich die Untersuchung leiten, die es mir ermöglicht, Zugang zu Dr. Kims Labor zu erhalten, wo alle Medikamente für Pauls Behandlung aufbewahrt werden. Wir werden Sprengladungen anbringen und jedes einzelne Medikament vernichten. Mit dem ausbleibenden Nachschub an Medikamenten wird Paul hilflos sein. Aufgrund der immer häufiger auftretenden Anomalien bin ich davon überzeugt, dass Paul innerhalb von 6 Stunden von diesen Ereignissen übermannt werden wird. Erst dann werden wir unseren letzten Schritt ausführen. Oh mein Gott, ist das mies. Ja, wenn das so weitergeht, wenn Paul so krass verarscht wird, wird er sich vielleicht noch für uns anschließen. Wer weiß. Wenn es wirklich dazu kommt. Okay. An Beth von Fiona. Ich habe gerade gehört, dass Jack sich an Monarchs, in Monarchs Gewahrsam befindet. Es ist natürlich... Er ist einfach in der Villa auf Gull Island aufgetaucht und hat sich ergeben. Was zum Teufel habt ihr beide nur vor? Wenn ihr meine Hilfe im Inneren wollt, dann muss ich wissen, was hier vor sich geht. Da macht aber auch jeder sein eigenes Hüppchen, ne? Oh Mann. Ja, ups. Ich bin mir sicher, du hast gemerkt, dass nicht alles in Ground Zero nach Plan verlaufen ist. Das scheint das Thema der heutigen Nacht zu sein. Ich kann dir jetzt keine Einzelheiten geben. Aber wir haben etwas gefunden, von dem ich annehme, dass der Schlüssel dazu ist, die Gegenmaßnahme zu bekommen. Die Lösung ist in Sicht, aber wir müssen Sophia Amarell entführen, damit alles funktioniert. Es war Teil des Plans, dass sich Jack ergibt, um ihn einzuschleusen. Ich bin auf dem Weg, ihn freizulassen, damit er sich Amarell schnappen kann. Das trojanische Pferd des kleinen Mannes. Aber verzweifelte Zeiten erfordern verzweifelte Maßnahmen. Wie sieht es bei dir aus? Gibt es Neuigkeiten zu Dr. Kims Spur? Wir brauchen vielleicht Hilfe aus dem Inneren, um das durchzuziehen. Besteht die Möglichkeit, dass du die Sicherheit in und um die FUE-Anlage verringerst? Unsere Pläne scheinen sich endlich einmal zu überschneiden. Ich werde versuchen, mir heute Nacht während der Gala Zugang zu Dr. Kims Labor zu verschaffen, um herauszufinden, ob er etwas von der Gegenmaßnahme wusste. Ich denke noch immer, dass dies unsere beste Spur ist. Als ich hineinkomme, sollte es mir jedoch möglich sein, einige Sicherheitsvorkehrungen abzuschalten. Das Problem ist, die Chancen, in das Labor zu kommen, könnten eher gering sein. Ich habe es nicht geschafft, einmal als Schlüsselkarte an mich zu bringen. Also habe ich hemmungslos geflirtet, um einen Weg hineinzufinden. Ich werde als Charlie Wincott's Date auf die Gala gehen und hoffe, er kann mich hineinbringen. Ja, das haben wir ja gesehen, wie das lief. Aber nur, wenn ich es lange genug aushalte, ohne den Idioten K.O. zu schlagen. Ich erachte dies als einen Test meiner Selbstbeherrschung. Ich weiß, du denkst, Jack ist der Schlüssel, um die Gegenmaßnahme zu bekommen, aber die Hinweise verdichten sich sehr, dass Dr. Kim etwas über das Gerät wusste. Die gesamte Forschung, die er in diesem Labor unternommen hat, unterliegt in Geheimhaltung. Sie verstecken etwas Großes da drin. Ich werde dich darüber informieren, was ich finde. Ich habe dich gewarnt, dass dein Plan auf der Insel sich waghalsig anhört. Aber ich bin mir sicher, dass du dir darüber auch im Klaren bist. Aber denk dran, in der Minute, in der Dr. Amarell verschwindet, wird dich Monarch jagen, und zwar in seiner Gesamtheit. Sie ist die einzige Sache, die Serene am Leben hält. Er wird sie nicht ohne einen Kampf gehen lassen. Pass auf dich auf.
Ja, gerade mal die Hälfte der Dokumente gefunden. Wir müssen langsam einen brauchbaren Abschnitt für heute finden. Okay, das geht. Sehr geehrte Damen und Herren, es scheint, dass wir von den Ereignissen eingeholt wurden, daher mussten wir unsere Pläne dementsprechend ändern. Wie Sie zweifellos wissen, haben wir Jack Joyce in Gewahrsam. Er hat sich heute ergeben, da Mr. Serene ein persönliches Interesse an Joyce und den Informationen hat, in dessen Besitz er unter Umständen ist, wird er ihm die Gefangenenlage auf der Insel verhören. Unglücklicherweise bedeutet dies, dass Mr. Serene nicht wie vorhergesehen seine Rede auf der Gala heute Nacht halten kann. Daher muss ich ihn vertreten. Dazu habe ich einige Sicherheitsbedingungen, aber diese werde ich einzeln mit den betreffenden Personen unter vier Augen besprechen. Darüber hinaus sollten Sie wissen, dass wir zusätzlich zu Joyce auch Lyme Burke im Gefangenenlager festhalten. Trotz seiner langen Zugehörigkeit zum Monarch muss Burke jetzt als Gegner eingestuft werden. Er hat auch schon einiges an Schaden angerichtet. Eigentlich sollte dies selbstredend sein, aber nur um es noch einmal klar zu machen, jegliche Befehle von ihm sollten ignoriert werden. Bitte stellen Sie sicher, dass Joyce bereit für Mr. Serene ist. Auch sollten Sie im Hinterkopf behalten, dass Joyce Kronon aktiv und äußerst gefährlich ist. Er hat sich freiwillig ergeben, daher ist es möglich, dass er nicht vorhat, Ärger zu machen, aber wir sollten sicherstellen, dass wir darauf vorbereitet sind, falls er es doch tut. Wir kennen seine Beweggründe nicht und ich würde es ihm zutrauen, dass er sich nicht ohne Hintergedanken ergeben hat. Da hast du absolut recht, Martin Hatch. Wie man sieht. Wir haben da schon was. Das ist Emeralds Büro. Ah ja, ist das so? Ach Gott, Leute, noch mehr zum Lesen. Es endet nicht. Emeril hatte versucht, Paul zu warnen. Das Ende der Zeit kam schnell näher. Es blieben weniger als 24 Stunden. Mr. Serene hatte geglaubt, es würde Jahre dauern, bis es soweit wäre. Offensichtlich lag er falsch. Wenn ihr so wenig Zeit habt, warum schreibt ihr dann so viel? Sophia, wie ich in unserer letzten Sitzung besprochen, werde ich nun aufschreiben an das, was ich mit meinen Träumen erinnern kann. Ich habe noch immer Zweifel, dass dies helfen wird, meine Symptome zu lindern, aber ich bin bereit, dieser Idee weiter nachzugehen, falls du wirklich daran glaubst, dass sie Früchte tragen könnte. Für eine Medizinerin, geschweige denn eine Expertin für geistige Gesundheit, scheinst du ein großes Interesse an meine Gedanken zu haben. Nicht, dass ich das nicht zu würdigen weiß. Hier ist mein erster Versuch. Ich erinnere mich an ein gespenstisches Bild mit 7 roten Türen. Jede Tür hat einen schmiedeeisernen Griff, aus dem flüssiges Metall auf den Boden tropfte und das eine Pfütze mitten im Raum bildete. Ich habe in wässrige, metallische Leuchten zu meinen Füßen geschaut, um meine schimmernden Reflexionen zu sehen. Sie zeigte mir, dass ich eine halbe Lebensspanne gealtert war. Erschrocken schaute ich wieder nach oben und entdeckte, dass nur noch eine Tür da war. Jack Joyce stand vor ihr. Die Hitze in dem Raum war überwältigend. Jack schwitzte stark, seine Haut war rot und schälte sich ab. Er flehte mich an, ihn nach Hause zu bringen. Aber es gab keine Tür, die nach Hause führte. Ich öffnete die einzig verbliebene Tür und trat hinein, nur um festzustellen, dass wir zurück in dem Raum waren, den wir gerade verlassen hatten. Er weigerte sich, das zu akzeptieren und öffnete die Tür erneut. Ich folgte ihm. Verzweifelt öffnete er die Türen immer und immer wieder, die uns unentwegt dahin führten, wo wir angefangen hatten. Die Hitze wurde stärker und er heulte vor Schmerzen auf. Er flehte mich an, mir zu sagen, warum ich die anderen Türen habe verschwinden lassen. Warum es nur einen Weg gab. Er flehte mich an, ich sollte die anderen Türen zurückholen. Er flehte mich an, ihn nach Hause zu bringen. Die Eisenpfütze fing an zu brennen. Jack litt so starke Qualen, dass er aufschrie. Ich packte ihn und sagte ihm, dass wir lernen müssen, um die Hitze zu ertragen, um die Flamme willkommen zu heißen. Ich wusste, es würde irgendwann vorbeigehen, aber der einzige Weg, um zu überleben, war das Unausweichliche zu akzeptieren. Mein Körper fing an, schnell hin und her zu taumeln, zu den Bewegungen der Flammen um mich tanzen, bis meine Knochen nicht mehr da waren und mich im Feuer hingab, bis wir eins waren. Ich war nicht länger ein Wesen an einem Ort oder einer Zeit. Meine Lebenskraft verteilte sich gleichmäßig über die Flammen, bis ich kein Individuum in einem Körper war, sondern ein höheres, sich wandelndes Geschöpf. Ich konnte fühlen, wie Jack von meiner
Wesenheit aufgezehrt wurde. Ich spürte die Kraft in der Hitze, die Klarheit meines Vorhabens. Ich vergaß meinen Wunsch, jemals aus den Flammen zurückzukehren, weil der Körper, der das einmal wollte, für immer verloren war. Ich wurde genau die Sache, die ich hineingab, und es wurde zu mir eine zyklische Wut, die sich selbst jagt, Ouroboros. Ich wachte gebadet im kalten Schweiß auf und schrieb schnell die Worte auf, die meinen Verstand in dem Moment vergifteten. Belmore Schwarz hatte recht. Zeit ist das Feuer. Es ist ja auch nicht uninteressant, was wir da alles erfahren, ne? Es ist wirklich nicht uninteressant. Dass sich Jack Joyce jetzt in unserer Gewalt befindet, dachte ich, es wäre wichtig, dir eine Nachricht weiterzuleiten, die du mir vor Jahren geschickt hast. Unterschätze nicht die Bedeutung, die er in deinem Leben spielt. Ich verstehe deine Bedenken darüber, dass er sich weigert, das Unausweichliche zu akzeptieren. Wenn er jedoch das große Ganze sieht, hat er keine andere Wahl, außer es zu glauben. Wir hatten alle einmal unsere Zweifel. Du hast uns das Licht gezeigt. Gib ihm einfach Zeit. 11 von 17. Und der 12. Prognostizierte Rissentwicklungen. Wir haben uns die vorläufigen Daten zur Häufigkeit von schweren Anomalien angesehen und sind die Zahlen durchgegangen. Die Ergebnisse sind alarmierend. Unsere ursprüngliche Hochrechnung, in der wir Jahre hatten, bis der Riss den Punkt erreicht, an dem die Zeit komplett zerbricht, passt nicht mit dem tatsächlichen Fortschreiten der Anomalien überein. Einfach ausgedrückt, die Anomalien treten immer häufiger auf, was eindeutig darauf hinweist, dass das Meyer-Joyce-Feld schneller zusammenbricht, als wir gedacht haben. Aufgrund dieser Beschleunigungsrate können wir davon ausgehen, dass wir vielleicht nur 24 Stunden haben, bis wir das Ende der Zeit oder den Punkt erreichen, an dem die Zeit anhält und nicht mehr anläuft. Wir wissen nicht, wieso die ursprüngliche Hochrechnung falsch war und warum die Daten, die wir als belastbar eingestuft hatten, da sie direkt von Mr. Serene stammen, scheinbar in ihrer Gesamtheit unsere gegenwärtigen Beobachtungen widersprechen. Ungeachtet dessen ist unser Hauptproblem eindeutig. Damit wir die ausgerufenen Ziele von Monarch Solutions erreichen, sollte das Rettungsbootprotokoll so schnell wie möglich aktiviert werden. Oh Mann. Ja, nein, es ist Wolkenradio, kommt noch, keine Sorge. Ich hätte nur gern einen besseren Abschnitt wie gerade. Es ist gerade ein bisschen viel auf einmal, ne? Das sieht aus wie das, was Beth wollte. Was? Ah, verdammt. Ah. Emeril ist auf der Party. Jetzt müssen wir doch auf die Party. Das wird nicht ewig dauern. Ich finde besser hier raus und gehe zur Party. Jetzt müssen wir doch auf die Party, wie geil. Aber erst haben wir noch das hier. Chronon beeinträchtigtes, Shifter, okay, Folie 1. Vieles von dem, was wir über den Shifter wissen, ist reine Theorie auf Grundlage der Beobachtung von Mr. Serene und den wenigen Experimenten, die wir in einem einzigen Exemplar durchgeführt haben, das wir gefangen nehmen konnten. Sie scheinen keine stabile physische Gestalt zu besitzen. Die Daten, die wir sammeln konnten, scheinen eher fragmentiert und widersprüchlich zu sein. So als ob zahllose Versionen des Exemplars den gleichen Raum einnehmen. Unsere gegenwärtige Theorie ist, dass sie irgendwie in einer Art dauerhaften Zustand der Quantenüberlagerung existieren oder in Anlehnung an das berühmte Gedankenexperiment Schrödingers Katze. Anders ausgedrückt, die Katze ist gleichzeitig tot und lebendig. Die vollständigen Mechanismen und Folgen davon entziehen sich unserem momentanen Wissen. Auf einer praktischen Ebene jedoch scheint sie als äußerst widerstandsfähig gegenüber Verletzungen zu machen. Es scheint, dass selbst wenn auf dem Shifter tödliche Gewalt ausgeübt wird, diese möglicherweise nur eine seiner Versionen tötet. Da er aber auf mehrere Ebenen existiert, einschließlich auf Ebenen, die nicht durch Gewalt getötet wurden, wird er dadurch nicht aufgehalten. Die gegenwärtige Theorie legt nahe, dass es nur einen einzigen Weg gibt, einen Shifter aufzuhalten. Seine Wellenfunktion muss von einer Überlagerung zu einem Eigenzustand zusammenbrechen. In der Praxis bedeutet das, die tödliche Gewalt muss so oft auf den Shifter einwirken, bis es keine gesunde Version seiner selbst mehr gibt. Daher sollte eine direkte Konfrontation mit einem Shifter nur ein allerletztes Mittel sein. Das ist gerade Boss-Strategie, ne? Also, das müssen wir verinnerlichen hier.
Folie 2. Der Kontakt mit einem Shifter ist äußerst gefährlich. Wir wissen, dass sie im Grundsatz mobile Vorkommnisse riesiger Mengengrundpartikel sind und dass sie im Nullzustand existieren können. Einen Bereich, in dem absolut keine Grundpartikel vorhanden sind. Dieser entsteht normalerweise durch einen Fehler im Meyer-Joyce-Feld, das das Universum umgibt. Umgangssprachlich nennen wir diesen Fehler Anomalien in der Zeit. Wir wissen auch, dass Shifter feindlich auf alle Kronon-Partikel außer sich selbst innerhalb der Anomalien reagieren. Daher kann jede Kronon-aktive Person in einer Anomalie ein Ziel des Shifter werden. Ja, super. Wie es scheint, reagieren sie auf Bewegungen in Anomalien. Damit meinen wir die Bewegung von Partikeln im Raum, in dem Zeit fließt, und nicht nur die Bewegung einer Person. Sie reagiert äußerst aggressiv auf solche Bewegungen. Wie bereits besprochen, sind Shifter extrem widerstandsfähig gegen Verletzungen. Ihre Physik an sich ist schon sehr beachtlich, aber die größte Bedrohung, die von ihnen ausgeht, ist das Zerrfeld, das sie umgibt. Seine genaue Zusammensetzung ist unbekannt, aber wir wissen, dass es die Eigenschaft des Raums um sie herum verändert und auf seine Umgebung eine große physische Belastung und unvorhersehbare Kräfte ausübt. Für die Praxis bedeutet das, dass eine große Nähe zu einem Shifter tödlich sein kann, auch wenn es zu keinem direkten physischen Kontakt kommt. Die anomaliesichere Technologie von Monarch Solutions ist fortgeschritten und bietet einen guten Schutz gegen Shifter. Die Zeit fließt in Gebieten mit Anomalieschutz normal, daher können die Shifter darin schlichtweg nicht existieren. Dadurch stellen die Shifter kein Problem dar, solange der Anomalieschutz aktiv bleibt. Jedoch ist das Anbringen eines Anomalieschutzes großer Außenbereiche aufgrund unseres begrenzten Chronon-Partikel-Budgets nicht machbar. Daher haben wir andere Technologien zur Verteidigung gegen Shifter entwickelt, den Chronodämpfer. Die Funktionsweise eines Chronondämpfers besteht darin, dass er freischwebende Chronon-Partikel in einem festgelegten Bereich zerstört. Da die Form eines Shifters mit Chronon-Partikel übersättigt ist, kann er in kein Gebiet eindringen, in dem ein Chronon-Dämpfer aktiviert ist, ohne dass seine Wellenfunktion kollabiert. Daher tragen unsere operativen Feldkräfte eine robuste, tragbare Verteidigung gegen Shifter. Unsere eigene Technologie ist gegen die Wirkung der Dämpfer abgeschirmt. Dadurch werden von unseren Strikern und anderen operativen Kräften ausgeführte Aktivitäten in Anomalien nicht behindert. Jedoch gibt es eine bedauerliche Nebenwirkung. Die Dämpfer haben einen lähmenden Effekt auf Personen, die auch ohne Hilfe von Technik Chronon aktiv sind. Das haben wir ja schon am eigenen Leib gespürt. Daher sollten Sie, wenn Dr. Serene anwesend ist, ihn immer darauf hinweisen, dass Sie vorhaben, Ihren Dämpfer zu aktivieren. Sie können aber beruhigt sein. Die Dämpfer sind nicht so stark, dass Sie Mr. Serene einen tatsächlich körperlichen Schaden zufügen können, dessen Körper ununterbrochen neue Chronon-Partikel produziert, um die zu ersetzen, die er verliert. Dennoch ist die Wirkung der Dämpfer unangenehm und entkräftend, sodass ein solcher Zwischenfall sehr wahrscheinlich zu einem sehr schwierigen Gespräch bezüglich Ihrer zukünftigen Karriereaussichten führen wird. Ja, okay, das haben wir alles schon erfahren. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. CFR-Einweisung von Dr. Sophia Emeril. Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass der Chronon-Feldregulator oder CFR das Herzstück der technologischen Fortschritte bei Monarch ist. Angesichts seiner Herkunft und seiner grundlegenden Rolle im Rettungsbootprojekt hat er beinahe schon mythische Züge angenommen. Aber tatsächlich ist die Anwendung des CFR sehr praxisbezogen. Damit möchte ich nicht sagen, dass der CFR nicht in Richtung der Arbeit verändert hat, die bei Monarch Solutions durchgeführt wird. Er hatte einen enormen Einfluss auf die Entwicklung sowohl der Technologie zum Anomalieschutz, die ermöglicht, große Gebiete vor den Einflüssen des Nullzustands zu schützen, indem die Zeit dort weiterhin fließen kann, während sie überall sonst anhält, als auch der kleineren Anwendung für Einzelpersonen, der die gleiche Technologie zugrunde liegt, die tragbaren Chrononanzüge, die unsere Soldaten und Techniker erlauben, innerhalb der Anomalien freie Operationen durchzuführen. Für uns ist Dr. Henry Kim der Vater dieser gesamten Technologie, und das auch zu Recht. Er war jedoch Es war jedoch nicht sein Genie, sondern sein Wille, die Geheimnisse hinter dem CFR zu erkunden, das ihm seine Durchbrüche ermöglichten. Aber trotz Dr. Kims harter Arbeit verstehen wir die Funktionsweise des CFR noch immer nicht ganz, und wie
und wir sind bisher nicht in der Lage, das Gerät nachzubauen. Es wäre selbstredend ein großer Verlust für uns, wenn wir mehr als einen hätten, aber wir befinden uns hier in einer prekären Situation. Um ihn genau zu untersuchen, müssten wir ihn auseinandernehmen. Angesichts seiner immensen Kraft geht ein solches Unterfangen mit einem offensichtlichen Risiken einher. Und vielleicht noch wichtiger ist es, dass es keine Garantie gibt, dass wir ihn wieder zusammenbauen können. Aufgrund seiner wichtigen Rolle bei der Umsetzung des Rettungsprotokolls ist es unser Grundsatz, ihn intakt zu lassen. Wir wissen jedoch, dass der CFR nicht nur enorme Mengen an Chronon-Partikel speichern, sondern auch auf das Meyer-Feldschuss zugreifen und es mit großer Genauigkeit manipulieren kann. Es ist diese einzigartige Fähigkeit, die unsere eigene Chronon-Technologie emuliert, jedoch mit weitaus weniger Kontrolle und Effektivität. Er ist auch das, was das Rettungsbootprotokoll Wirklichkeit werden lässt. Unsere Technologie für das Anomalieschutz ist für an und für sich leistungsfähig und zuverlässig, aber ihr Verbrauch an Chronon-Partikeln ist hoch und erhöht sich noch einmal in einer alarmierenden Geschwindigkeit, wenn wir den Bereich erweitern, der durch den Anomalieschutz abgedeckt werden soll. Diese Tatsache würde den Anomalieschutz tatsächlich zu einer sehr vorübergehenden Lösung machen. Eine Lösung, die uns vielleicht nur einige subjektive Wochen verschaffen würde, sobald der dauerhafte Nullzustand eintritt, die aber das Unausweichliche im Endeffekt nur verzögern würde. Durch den CFR ändert sich aber die Sachlage. Wenn der dauerhafte Anomalieschutz auf dem Rettungsboot eingebaut werden würde, der Anomalieschutz, der den Rettungsboot überhaupt zum Rettungsboot macht, wird dieser vom CFR gesteuert und das System wird weitaus effizienter. Unser Chronon-Partikelverbrauch wird auf etwa 1% seines ursprünglichen Werts reduziert. Da es schwierig ist, Chronon-Partikel zu gewinnen, selbst in der Ground Zero-Anlage und unsere Vorräte deutlich begrenzt sind, bedeutet dies, dass der CFR den Unterschied macht zwischen einem Rettungsboot als vorläufige Notlösung oder einem Langzeitunterfangen, das es uns hoffentlich ermöglicht, eine Lösung für das Ende der Zeit zu finden. Und WB. Pantera. Meine Stimme braucht langsam eine Pause. Das letzte. Oh, da kommt noch ein Zimmer. Aber ich krieg langsam eine Phobie vor Büroräume. Zockt die? Die zockt doch. Alan Wake spielende Frau. Die spielt Alan Wake! Unfassbar. Oh Gott. Ich kann ihn nie. Oh. Hab nur noch den Raum. Also den anderen noch. Sehr geehrte Damen und Herren, mir wurde mitgeteilt, dass es zu einigen Verwirrungen bezüglich des Grunds für die anstehende Abendgala auf Gull Island gekommen ist. Ich verstehe, dass einige das Gefühl haben, eine solche Feier wäre in Anbetracht der Ereignisse der letzten Nacht in Riverport University und der gegenwärtige ständig voranschreitenden Rissens der Zeit fehl am Platz, ja sogar falsch. Diese Bedenken sind verständlich, aber sie gehen am großen Ganzen vorbei. Monar Solutions tritt jetzt in eine Phase ein, der sie weit der wahre Zweck des Unternehmens erfüllen wird. Wir sind endlich an den Moment gekommen, in dem wir Jahre der Vorbereitung investiert haben. Dieses Ereignis dient zwei Zwecken. Zuallererst wird für diejenigen, die als Wissenschaftler, Techniker, Hilfspersonal oder in einer anderen Rolle als Teil des Rettungsbootprogramms ausgewählt wurden, wichtig sein, Paul Sereen zu sehen und zu hören. Ein fortbestehendes Vertrauen, das Überlebensprogramm ist grundlegend für das Fortbestehen von Monarch und letztendlich für die Menschen an sich. Dies ist angesichts der neuesten Geschehnisse besonders wichtig. Wir müssen einen erstrebenswerten und beruhigenden Gegenpol zu den Opfern, die wir erbringen mussten, präsentieren. Natürlich wird nicht jeder Teilnehmer der Party zu der auserwählten wenigen gehören, daher ist ein gewisser Grad an Informationshygiene notwendig. Ich vertraue darauf, dass Sie sicherstellen werden, dass Sie diejenigen, die Ihnen unterstellt sind, auch so weit informieren, wie nötig ist. Zweitens, trotz all unserer Autonomie
und unsere weitreichenden Ressourcen kann Monarch nicht unabhängig vom Rest unserer Gesellschaft funktionieren. Damit unsere Pläne aufgehen, brauchten wir die Unterstützung und Zusammenarbeit von Behörden und einer Vielzahl von Geschäftspartnern, selbst wenn diese unsere mehr wahren Ziele nicht kennen. Eine Demonstration der Macht und Zuversicht sowie eindeutige Botschaft, dass Monarch den Willen und die Mittel hat, unsere Pläne zu erfüllen, wird viel dazu beitragen, das Unterstützung zu sichern. Dies ist in Anbetracht kürzlich eingeschlagenen kompromisslosen Weges sehr wichtig. Wir können den Sturm der öffentlichen Meinung nicht bändigen, ohne dass wir die Unterstützung der oberen Riverports haben. Falls diese uns als schwach oder eine Gefahr für sich ansehen, könnte es sich dazu verleiten, unsere Aktivitäten genau unter die Lupe zu nehmen. Das ist genau die Art von Eskalation, die wir diesen kritischen Knotenpunkt nicht brauchen. Zusammengefasst, dies ist ein äußerst wichtiges Ereignis für die Zukunft von Monarch Solutions und die Zukunft an sich. Sollte es Fragen geben, zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren, Martin Hedge. Martin Hedge, halt endlich deine Fresse. So. Ich bin doch wirklich der Einzige, der alles liest hier, oder? Nennt mir einen Streamer, der hier auch noch alles gelesen hat. Gott sei Dank, in dem Raum ist nichts. Gott sei Dank. So. Ich will den Raum noch beenden, damit er auch gespeichert ist. Wir haben ja jetzt ein neues Ziel. Aber wohin? Oh. Skill. So. So, ohne. Ich muss da rein. Ich muss da sofort rein. Löwenmama, die liest unheimlich gern vor. Oh. Aber so viel auf einmal. Können die das nicht ein bisschen besser portionieren? Oh Gott, die ganzen Bücher, ja. Oder bei Baldur's Gate, die ganzen Bücher. Nee. Ziemlich teure Ausrüstung, die sie da gestohlen haben. Na und? Ich wusste, dass Beths Tarnung nicht lange anhalten würde. Ich musste es ihr zur Gala bringen, bevor es zu spät war. Ja, wir müssen jetzt zur Gala, aber erst will ich meinen Punkt. Ich will meinen Punkt. Tausend Klassiker der Literatur. Nee, lasst mal, es reicht jetzt. Reicht Kanonen, jetzt langsam. Die bei einer Anomalie funktionieren sollten. Paul hatte klare Prioritäten. Das Ende der Zeit bedeutet nicht das Ende von Waffen. Ich dachte, du bedienst dich jetzt hier. Na toll. Gib dich zur Party. Sobald, na gut, ich denke, hier endet der Abschnitt, dann hoffentlich, ich denke mal, dass das Spiel dann speichert, oder? Wenn ich hier rausgehe, warte mal, was ist hier noch los? Die Kampfausrüstung von Monarch war sperrig. Was ich aus Dr. Emeralds Büro mitgenommen hatte, war deutlich leichter. Fast wie ein Modell für Zivilisten. War recht viel. Ja gut, so gesehen, wenn man sich selbst portioniert, geht's ja noch. Ich habe das bei Baldur's Gate 2 auch durchgezogen. Da habe ich jedes Buch gelesen. Da habe ich immer so gemacht, am Ende des Parts lese ich 1 bis 2 Bücher. Dann geht das ja. Aber wenn du da so einen Wälzer kriegst, so, was sofort gelesen werden muss, sonst ist es weg. Boah. Zumal es ja auch Story... intensiv ist. Also, was wir hier lesen, ist ja, wie schon gesagt, alles andere als unspannend, ne? Also, das gibt uns ja viel mehr Background-Infos hier, als dass man es so verstehen würde. Ein paar Sachen waren uns ja schon, bevor wir es gesehen haben, klar, ne? Zum Beispiel die Sache mit Dr. Kim. Wussten wir ja nur, weil wir es gelesen haben. Also, ich finde es schon sinnvoll, das mitzunehmen. Ah, wenn es halt so viel auf einmal ist. So, wir gehen weiter. Teil 2, ja, das ist perfekt. Akt 3, Teil 2, Leute. Da hat er doch bestimmt jetzt gesaved. Gut.
Gut, wir haben es geschafft. Jetzt gibt's noch Musik. Das war spannend. Ja, das wunderschöne Spiel.